Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Plankenschnack Ausgabe. Oh Gott, Slappy, welche Nummer? 88. Zur Plankenschnack Ausgabe Deutsch 88. Entschuldigung. Heute ist Spoiler Alert. Entschuldigung, habt ihr das nicht, dass ihr bei 88 immer, dass der Deutsche da in euch durchkommt? Nee? Also ich kenne nur den Spruch 88, die Sache macht sich. Oh. Und nebenbei bauen wir Autobahnen oder was? Keine Ahnung, nee. Was? Das ist, weiß nicht, die Relation kriege ich nicht. Okay, gut. Gut. Zurück zum Thema. Heute geht es ja über, um Computerspiele, denn heute ist ja Spoiler Alert. Meine Polen-Senses tickeln gerade. Entschuldigung. Passake? Slappy Passake? Okay. Oh, wow, das war jetzt aber ein ganz schön harter Einstieg. Was wollten das, Sadi? Was? Warum gehst du so weit zurück? Weil ich guck, dass ich hübsch bin. Du bist immer hübsch. Ja, von weiter weg noch mehr. Guck mal, wenn ich noch ein Stück runterrutsche, dann habe ich den geilsten Podcast ever. Hi Leute, heute streamen wir mal so richtig schön im 1800er Setup mit einer Logitech, die überhaupt nicht gut eingestellt ist und in Qualität interessiert keinen Menschen. Das gucken sich trotzdem Menschen an. Es tut mir leid. Einfach ein bisschen weiter weg. So. Nee, hi. Denn hi. Wie geht's euch denn, Freunde der Sonne? Oh Gott, jetzt bin ich so weit runter. Keiner gesehen. Okay. So. Markus, wie geht es dir? Ja. Gut, kann ich klagen. Die letzten Wochen waren toll. Schöne Spiele gespielt. Oh. Was denn? Soll ich direkt damit anfangen? Ja, fang ich mal direkt an. Boah, wie sie halt hier schon komplett reingrätschen, ey. Ja, nicht? Habt ihr kein reales Leben? Dir geht's gut, ich war krank, er ist noch krank und Dizzy geht's auch gut. Dizzy ist doof. Also mir geht's ja gesund. Dir geht es gesund? Dank der Spezi. Mm. Geht es ihm gesund. Auch mit Polaner Spezi könnte es Ihnen besser gehen. Gott, das ist heute schon meine dritte. Uff, das ist übertrieben. Aber Markus, jetzt mal zurück zu dir. Wie geht es dir? Es ist so, ich muss mal darüber gucken. Ja, Großen und Ganzen stabil. Wie gesagt, tolle Games gespielt und kann ich klagen. Freue mich darauf, die Games weiterzuspielen. Und ansonsten alles stabil. Ich meine, wir hatten uns ja vor 14 Tagen gesehen. Sally war jetzt ja etwas länger nicht dabei. So viel hat sich in den 14 Tagen jetzt echt nicht getan, dass ich jetzt irgendwas aus dem Real Life erzählen könnte, weil ja, man bleibt viel zu Hause. So in diesem Internet ist man halt gefangen und kommt nicht weg. Der Typ, weißt du, da lädst du den einmal zwei Wochen hintereinander ein und schon hat er nichts mehr zu erzählen. Oh Gott, Leute, lass mich über Computerspiel reden, Mann. Ich hab sonst nichts anderes. Ich dachte, das ist der Sinn, dass er hier Real Life. Ach komm, ey. Hm, na gut. Sadi, du warst ja jetzt lange nicht da. Jetzt kannst du mal hier eine richtige Aja anfangen, wenn Slappy fertig ist. Feedback aus dem Chat. Der Chat sagt von mehreren Personen, ich sei sehr leise. Und Slappy ist im Vergleich auch sehr leise. Oh, Slappy hat doch noch gar nichts gesagt. Ich kann nicht leise sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, warte. Ich will nicht leise sein, hallo. Ja. Hallo. Mach mich lauter. Ich krieg nachher schon wieder, ich sehe schon die PMs kommen. Dizzy, im Podcast, Markus ist wieder super leise abgemischt. Kannst du das mal nicht ein bisschen lauter machen? Und dann sage ich immer, ja, geh mal 5 Minuten weiter rein in die Sache und dann ist laut genug. Ach so, okay. Ich höre das immer gar nicht, wenn ich in der Fabrik arbeite und der Schweißer angeht. So ungefähr hören die Leute Podcasts übrigens. Und dann sage ich immer, na, wie laut soll ich denn das abmischen? Wenn jetzt einer zu Hause auf Kopfhörern, die können nicht einschlafen. Mach mal Test, Markus. Ja, Test 2-1. Also alle sagen halt weiterhin, beziehungsweise vorher, dass ich halt sehr leise war und der Einzige, der laut ist, bist du. Das ist so der Feedback aus dem Chat. Wie immer. Okay, ich mach mal ein bisschen lauter so. Ich hab mal lauter gemacht. Eigentlich habe ich euch nicht verändert. Sali, Test. 1, 2, 3, Fididai. Okay, das ist ganz schön laut. Ja, ist das ja. Das wird da ganz schön laut. Hey, entspann dich mal. So. Ich bin noch nicht mal laut geworden. Ja. Na, das ist auch mega laut. Ich verstehe die Leute immer nicht. Mach mal eure Kopfhörer lauter hier. Ja, es geht ja nicht, wenn du zu laut bist. Dann, wenn wir laut sind, fällt den anderen, wenn du redest, das Gehör aus der Hose. Nee. Das Gehör? Ich bin leiser als ihr. Also bei mir schlägt er bei weitem nicht so hart aus wie bei euch. Ja, für den Chat aber nicht. Der Chat sagt ja, du bist der Lauteste. Ich gucke mir das doch gerade in OBS an hier, Maria. Meinst du, ich habe kaputte Augen? Chat, der glaubt, ihr lügt. Ja. Der war okay. Warum steht dann Kappa?
Jetzt ist das okay. Ich gleiche das jetzt noch an nebenbei. Wenn man Nachrichten löschen, wo Cover steht. Slabby. Ja. Was war denn jetzt? Bei mir? Ja. Wie viele alte Omas hast du gerettet? Ja, ein paar. Momentan fallen sie nicht. Sie brauchen anderweitig Hilfe. Aha. Momentan bin ich eher Hausmeister. Ironischerweise. Weil das war ich gerade erst. Sonst war ich krank, dann bin ich gesund geworden, dann habe ich ein bisschen Anno mit Mokka und mit Phil gespielt. Das war sehr witzig. Habe aber gemerkt, dass ich noch nicht so weit bin, stimmtechnisch, weil ich ständig gehustet und mir die Stimme weggeblieben ist. Ansonsten, so langsam bin ich wieder über den Berg und kann bald hoffentlich streamen, aber bald kommt ja auch die Dreamhack. Also Februar wird sowieso sehr rar gesät, was Streams angeht. Weil ich 7 Dienste in den Februar reinquetsche, der sowieso schon so kurz ist und der dann auch mit der Dreamhack unterbrochen wird. Aber sonst, gut. Mir ist heute eine Maus gestorben. Das war ein bisschen traurig. Deswegen nicht so gut. Puff. Ja. Sali? So, Sali. Ich war sehr krank. Aus. Ich war sehr, sehr krank. Und vor und nach dem sehr, sehr krank habe ich sehr, sehr viel gestreamt. mir geht das Herz gerade auf an Videospielen. Es ist ein wundervoller Januar gewesen. Ich habe nur großartige Spiele gerade. Es ist wunderbar. Ich bin mehr als happy. Wir reden ja noch nicht so über die Spiele. Könnten wir aber. Aber erst muss Dizzy sagen, wie es ihm geht. Sali, warst du schon fertig? Nee, ich bin fertig. Mir geht's gut. Ich bin müde. Wirklich. Müde. Richtig müde. Aber das ist immer so eine Sache. Ne? Ich habe die letzten Nächte nicht viel geschlafen, aber mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich war gestern bei Bonjour. Ich war das erste Mal im Schnee auf der Autobahn. Das war richtig toll. Es hat Spaß gemacht. Und sonst ist auch eigentlich gar nicht so groß, was passiert. Nee, nichts, was man jetzt großartig erwähnen müsste. Also mir geht es auch sehr gut, bis auf etwas Schlafmangel. So. Und jetzt erzähl mir, was du gespielt hast in den 2 Wochen, Sleth. Bevor du hier wieder komplett durch den Wald triggerst. Ich darf über Spiele reden. Ja. Juhu. Ja, okay. Angefangen hat das Ganze bei mir mit Onimusha Warlords. Ich kannte die Serie früher nicht, die hatte ja mehrere Teile von Capcom. Und die ist damals irgendwie anno Ende der 90er, Anfang der 2000er komplett an mir vorbeigegangen, obwohl ich Resident Evil Fan war. Was mich jetzt im Nachhinein ärgert, weil Onimusha Warlords ist prinzipiell ein Resident Evil ähnliches Spiel, ohne Knarren, dafür mit Schwertern. Und es hat sich halt genauso gespielt. Also wer das Backtracking aus Resident Evil halt kennt mit finde den Schlüssel dafür, mach mal ein Statue-Rätsel, bla bla bla, das ist im Endeffekt Onimusha Warlords. Nur wie gesagt halt eben mit Schwertern statt mit Knarren. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Was? Hast du es durchgespielt? Ja. Echt? Ja. Okay. Also hat mir jetzt extrem gut gefallen. Ich habe es in einem Rutsch durchgespielt. Ist relativ genau wie letztendlich auch Resident Evil sehr kurz. Oder besser nicht super lang, sagen wir mal. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Das heißt, sie haben so ein bisschen die Steuerung angepasst, wie quasi Resident Evil, das HD-Remake für die PS4. So hatten sie halt die Steuerung angepasst, aber es hat halt eben die gleiche Kameraführung wie Resident Evil, also eine statische. Ein bisschen halt panzerig, aber das muss man halt eben mögen. Ist das so eine, wie wenn du die Kamera scheint von links nach drauf und du gehst in den nächsten Raum und auf einmal scheint die Kamera von oben nach. Oh Gott, nein! Also hat mich halt eben, ich bin Resident Evil Fan seit 1997 und hat mich extrem gut unterhalten gefühlt. Ich kannte es halt nicht, war super positiv überrascht. Von daher, für den Preis, was sie dafür halt haben wollen, absolut in Ordnung für das Spiel. Also von daher, ich hatte echt Spaß. Das war so die erste Überraschung, weil ich halt eben nicht wusste, ob das halt eben funktioniert. Ne? Schwertkampf, Nahkampf, gerade mit so einer Steuerung. Ja, das war super funktioniert. Also von daher, das hat mich positiv überrascht. Dann habe ich in Tales of Vesperia reingeguckt. Das kam ja quasi als Port von der 360 jetzt nochmal ein bisschen remastered auf die PS4 halt raus, ein JRPG. Finde ich von der Story und der Grafik halt super nice.
Das Kampfsystem ist aber, sage ich mal, ein bisschen antiquiert. Gerade wenn man halt aktive Kampfsysteme halt mag, wo man Kontrolle über den Kampf hat, ein bisschen rumpelig. Damit muss man sich halt eben anfreunden. Deswegen, das habe ich mir eben nur mal ein bisschen angeguckt. Prinzipiell würde ich es gerne irgendwann nochmal weiterspielen, aber eben aufgrund der Fülle von Spielen erstmal jetzt nicht. Weil dann kam nämlich Resident Evil 2, wo wir gerade schon gesagt haben, Resident Evil-Fan, hammergut. Hammergut. Also Resident Evil 2, das Remake, ich gehe mal davon aus, dass die ersten werden wahrscheinlich die genannten Spiele nicht gespielt haben, die ich genannt habe, aber Resident Evil werdet ihr bestimmt vielleicht auch gespielt haben. Mein Gott, ist das gut geworden. Also ja, gerade als Fan, der Resident Evil 2 damals auf der PlayStation 1 und dann nochmal auf dem GameCube gespielt hat, was sie daraus gemacht haben, ist einfach der Hammer. Also im Endeffekt hätten sie es auch ein neues Spiel nennen können. Gerade für die, die alten Teile nicht gespielt haben. Es ist einfach ein hohes Qualitätsprodukt und es hat sich halt extrem super gespielt. Da habe ich den ersten Run jetzt halt durchgespielt, bin jetzt gerade im B-Run. Den muss ich noch fertig machen. Also ja, Credits an Capcom. Wenn es ein Remake sein muss, soll, dann bitte so, was sie mit Resident Evil 2 halt gemacht haben, weil das, finde ich, hat da irgendwie, oder setzt Standards, wie halt Remakes aussehen sollten. Das stimmt, da habe ich ja am Anfang die Demo gespielt gehabt und ich habe am Freitag ist es erschienen, nur da war ich noch so krank, ich habe, glaube ich, nur 2 oder 3 Stunden spielen können. Das, was ich aber gespielt habe, war mega gut. Es sieht toll aus, die Kamera spielt mit, ich muss nur besser werden. Vielleicht stelle ich einen Schwierigkeitsgrad 1 runter. Ja, da gibt es ja jetzt eben mehrere, dass man es anpassen kann. Und ich finde halt eben interessant, dass sie halt sich Gedanken gemacht haben, wie sie das, was sie früher mit dieser, du hattest ja gerade schon richtig beschrieben, mit dieser statischen Kameraführung quasi, du gehst in den Raum, du hast eine fixe Kamera, du weißt, du kannst dich halt nicht nach links und rechts umgucken. Weil die Kamera halt damals fest war. Das hat halt eben diese Spannung erzeugt in Resident Evil. Dass du halt eben dich nicht umgucken konntest und nicht weißt in damals noch, was im anderen Bild halt ist oder auf dich zukommt. Mhm. Und das haben sie halt, finde ich, ganz gut adaptiert. Mhm. Sie spielen halt jetzt nicht mit der Kamera, sondern mit Licht und Dunkel. Das heißt, du hast halt wirklich extrem schwarz, wo die Kamera bzw. die Taschenlampe halt nicht hinleuchtet. Und das heißt, du kannst dich zwar frei bewegen, siehst aber trotzdem immer nur einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, sie haben halt dieses Gefühl der Spannung des Nicht-Sehens-Könnens technisch neu interpretiert, was ich halt sehr, sehr geil gemacht finde. Ja. Also ich habe es jetzt 3-mal durchgespielt mittlerweile. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, alles, was jetzt Remake heißt, ist sowieso scheiße ab demnächst. Ist halt wirklich so, weil ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel dieses Onimusha Warlords, was du sagtest, Markus, dass das ein Remake ist. Nein, das ist auch Schund. Das ist ein Remaster. Ja. Ist halt Schund. Ab jetzt ist eigentlich alles nur noch Schund. Jetzt kann sich keiner mehr trauen, so eine Kacke rauszubringen. Ja gut, schwarze Schafe gibt's leider überall. Und aber ja, das sollte, wie ich schon gesagt habe, wie du auch jetzt ja bestätigst, die Messlatte höher legen. Und dann meckert auch keiner. Also ich glaube, ich habe keinen gehört, der doch gesagt hat, ist kacke. Doch. Habe ich auch gelesen. Okay. Wie kann denn das 60 Euro kosten hier, diese Scheiße? Viel zu teuer für den Mist, ey. Wie lange spielt man den Kack? 8 Stunden oder was? Kann man sich hier gleich anders kaufen? Habe ich auch gehört, ja. Hm? Okay. Wobei ich mal sagen muss, dass der Wiederspielwert doch relativ hoch ist. Hm? Also ich habe jetzt immer noch. Natürlich sind die Rätsel immer dieselben, die übrigens großartig waren. Also die Rätsel waren ja wohl bitte mal fantastisch. Das hat mich, das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, Mensch, 2019, davon könnten Leute noch ein bisschen mehr rausbringen, weil mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es war nicht zu einfach, es war aber auch nicht zu schwer, man musste viel kombinieren. Und man hatte, so wie du auch schon gesagt hast, Sleth bei Warlords, man ist halt irgendwann immer wieder zum Anfang gekommen. Und dann sitzt du davor und dann so, oh, da sind wir jetzt also lang gegangen. Oh, und man konnte ja wirklich vom, man konnte ja wirklich von ganz von Ende bis ganz am Anfang wieder zurückgehen. Und es war nicht verschlossen. Und das fand ich mega geil. Und wenn man, die Rätsel gelöst hat. Ich fand die Rätsel nicht so schwer, muss ich sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es mir gern ein bisschen schwieriger vorgestellt. Also, dass man ein bisschen mehr knobeln musste. Vielleicht bin ich aber einfach nur gut gewesen.
Weiß ich nicht. Ganz bestimmt, das war's. Danke. Gerne. Danke. Wenigstens eine Person, die meine Fähigkeiten anerkennt, auch wenn es mit Ironie ist. Kappa. Niemals. War es denn, wenn man es gespielt hat, auch wirklich Horror? Nö. Ja, jein. Also ich habe auch gekreischt zweimal, kurz, weil ich mir erschrocken habe. Ja, so ein paar Jumpscares sind halt drin. Wenn du mich jetzt prinzipiell fragst, war die Stimmung insgesamt in Resident Evil 7 etwas angespannter, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, warum. War aber zumindest mein persönlicher Eindruck. Also, dass sie halt eben nicht so super dicht halt war. Ich musste am Anfang gleich lachen. Das ist, wenn dieses Ding so runter und der zieht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich hab dich. Ja, du hast den. Und zieht den so auseinander. Ich muss so unfreiwillig, so ein, zwei Mal musste ich bis jetzt lachen. Und klar erschreckt man sich. Also, das ist halt so konzipiert, dass du da was aufmachst und das fällt dir entgegen und man erschreckt sich. Ja. Ah, Kopfschuss. Okay. Aber ich muss öfter lachen. Ich glaube, um das vielleicht nochmal zu begründen, warum das halt so ist. In Resident Evil 7 ist die Story, finde ich, näher oder nachvollziehbarer als jetzt in Resident Evil 2. Weil in Resident Evil 2 ist, wir kommen irgendwo an, es passiert was und wir wollen einfach nur flüchten. Grobe Story jetzt, ohne zu spoilern. In Resident Evil 7 fängt das Ganze halt eben an. Du wirst halt eben als Held aufgebaut, der seine Frau halt suchen will. Und du siehst halt sehr schnell, dass mit deiner Frau irgendwas Gruseliges passiert ist. Mhm. Und das ganze Haus ist halt eben spooky. Und du weißt halt noch nicht, warum es spooky ist. Eventuell, weil wir halt eben prinzipiell vielleicht schon die Lore von Resident Evil 7 mit Viren, Umbrella und hast du nicht gesehen, kennen, ist es halt eben nicht mehr so gruselig wie 7, weil 7 war für uns halt erwartet das Unerwartete und das hast du halt im zweiten Teil halt eben nicht, also in dem Remake. Vielleicht jetzt deswegen war für mich halt der 7er halt eben spannender, weil eben der Plot, die Story, die Location halt eben neu war. Das mag vielleicht so als Grund noch dann halt herhalten, warum der 7er für mich halt eben scary, ist das ein Wort, scariger, gruseliger war. Ich hab's nicht gespielt. Ich habe aber sehr, sehr viel zugeguckt, weil ich glaube, eine Woche lang konntest du ja nichts anderes auf Twitch gucken, außer Resident Evil. Aber ich hatte das Gefühl, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt wirklich ein Horrorspiel ist in dem Sinne. Weil du hast ja direkt am Anfang schon Schusswaffen, läufst damit rum, musst nicht so viel fliehen oder musst nicht wirklich Angst haben, dass du großartig irgendwie überfallen wirst. Doch. Weil du dich aus eigentlich fast jeder Situation, wenn du ein Messer in der Tasche hast, halt befreien kannst und eine zweite Chance bekommst. Ja, aber Messer geht kaputt. Ja, genau. Und das steckt dann da auch drin. Oder also stecken und musst wieder rausziehen. Ja. Aber spooky war es nicht, da hast du recht. Ja. Das muss ich gestehen, das habe ich auch im Chat gesagt, das war ein sehr großes Manko für mich. Alter, das geht mir so auf den Sack, dass die scheiß Zombies 80.000 Mal wieder aufgestanden sind. Oh, ich hätte kotzen können. Du schießt ihn in die Birne, er liegt, er steht wieder auf, wieder in die Birne, er liegt. Und die ganze, wieso steht auf, wenn du denkst dir immer so, naja, man muss es ja auch nicht übertreiben. Also da waren halt wirklich Zombies, die sind fünfmal wieder aufgestanden. Das habe ich tatsächlich erst nachher mitbekommen, weil der Chat mir das erklärt hat. Ich wusste das gar nicht. Das Spiel hat eine adaptive Schwierigkeitsstufe. Das heißt, je besser du spielst, je mehr Zombies du tötest, desto härter wird es, die Zombies zu töten. Tötest Alter, du keine Profi Zombies und schießt den nur in die Beine und du schießt dann irgendwann mal einen in den Kopf, ist er relativ schnell tot. Das habe ich auch nicht gewusst, dass es das in dem Spiel gibt. Das hat mir der Chat nachher erklärt, weil ich nämlich auch immer mehr Kugeln für diese Zombies gebraucht habe. Und der Chat gesagt, ja, schieß doch einfach mal auf die Beine. Die sind mittlerweile halt bummschwer. Okay. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich bin einfach zu gut für das Spiel gewesen. Oh ja, na klar. Sali, du bist einfach die Beste. Absolut. In diesem Spiel. Absolut. Ich muss zugeben, ich habe dann woanders geschmut und habe auch gesehen, die haben immer auf die Beine geschossen. Und ich so, interessant, in die Kniescheiben schießen. Das sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ja. Jetzt weiß ich, woran es liegt.
Ja, also da haben sie eben noch so eine Klamotte halt eingeführt und von der wusste ich halt eben gar nichts. Also, wie hat das? Habe ich da mal so hingenommen mit, ja, ja, wie hat er irgendwann nochmal die Werbetexte gelesen? Stimmt, steht irgendwas von adaptiver Schwierigkeitsgrad drauf. Also von daher wird das wohl schon stimmen. Daisy, wir sind Profis. Also, ja, klar, sag ich ja. Also ich hatte einen, der ist dreimal auf. Also ich habe gedacht, er wäre kaputt. Dann ist er wieder aufgestanden und ich so, okay, dann habe ich, aber beim zweiten Mal bleibt er halt liegen. Und dann ist der Penner wieder aufgestanden. Und ich habe mich dadurch so erschrocken und habe halt gekreischt, weil ich gedacht habe, da ist jetzt keiner mehr. Und dann ist der, jetzt weiß ich, warum der dreimal aufgestanden ist. Hm. Hier, alles klar. Profi. Skill. Profi, eindeutig Profi. Also mein Grüß, also ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, ist bei mir einer sechsmal aufgestanden. Uff. Ja. Und irgendwann, das Ding ist halt, ich finde persönlich, an Gegnern vorbeilaufen fühlt sich schlecht an in Computerspielen. Ja. Richtig scheiße. Ich konnte keine aktivierten Videoskills finden, die das abspielen. Also aus der Erfahrung von 1996, 97, PlayStation 1, Resident Evil. Markus, du hast dich gerade über... Du kannst nicht einfach über Alexa sprechen. Wenn die redet, dann ist man ruhig. Was meinst du, warum ich nichts gesagt habe? Computer wollte reden. Hat Alexa gehört. Ja, eben, aber ich. Für heute Abend. Ruhe jetzt, Mann! Mit dir redet keiner! So, ab in den Keller jetzt hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Meine Herren, wie die halt schon das zweite Mal hinterher quatscht. Entschuldigung, mach weiter. Das war damals tatsächlich das Game-Konzept. Also auf der Schwierigkeitsstufe normal hast du halt angefangen. Und wenn du die ersten Zombies irgendwie mit der Kanone abgeschossen hast, hattest du irgendwann nach hinten raus nicht genug Munition. Und musstest dann im Zweifel bei den schweren Gegnern oder Bossen quasi ohne Munition mit dem Messer auf die losgehen. Deswegen habe ich Resident Evil damals, anno 97, bestimmt 7, 8, 9 Mal auf normal angefangen, um jedes Mal weiterzukommen, um Munition zu sparen. Also das heißt, ich habe dann halt viele Gegner entweder ausgelassen oder wenn sie halt gerade im Weg standen, mit dem Messer gemacht, um halt vorbeizukommen. Das war halt das Konzept. Also, und das haben sie natürlich jetzt nicht großartig überändert, weil sie haben quasi ja das alte Game genommen und es einfach nur mit einer neuen Engine halt nachgebaut. Aber das große, grobe Layout, die Rätsel, das Gameplay, das ist ja mehr oder minder gleich geblieben. Ich habe eine Frage. War das früher, weil so habe ich es in Erinnerung, dass man nur speichern konnte, wenn man ein Farbband gefunden hat? Richtig, ja. Das haben sie nämlich verbessert. Jetzt kannst du speichern, bis du doof wirst. Das nee, auf dem harten Schwierigkeitsgrad ist es immer noch drin. Ja, auf dem hohen, aber auf normal geht's. Auf normal kannst du speichern wie doof. Genau. Da bin ich sehr dankbar drüber. Dankeschön. Das das hat halt früher auch ein bisschen der Spannung halt ausgemacht nach dem Motto, ich habe noch ein Farbband, speichere ich jetzt oder gehe ich erstmal weiter und gucke, ob ich ein zweites finde. Es ist halt eben eine alte Mechanik, die noch zusätzlich Druck und Spannung halt erzeugt werden kann. Nur ich habe halt direkt gesagt, für den Stream, er speichert ja auch nicht automatisch dazwischen dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Du machst jetzt eine Stunde, streamst du und stirbst, dann ist eine Stunde Progress weg. Und das finde ich persönlich für den Stream das Schlimmste, wenn er dann die Stunde nochmal wieder spielen muss. Dementsprechend habe ich gedacht, das würde ich nie im Stream halt spielen, wenn ich Progress verliere. Das ist halt für mich Bullshit. Also dementsprechend habe ich halt eben normal gespielt. Ach, das geht auch so, Markus. Habe ich auch geschafft. 2-3 Mal. Schön reingekackt. Ja, aber das mag ich nicht unbedingt. Ja, gerade wenn es halt um Progress geht, den man dann so extrem verliert, finde ich das halt ärgerlich. Und dann werde ich irgendwann salty und das will ich nicht. Und lasse das Salz einfach raus. Nein, nein, nein. Gebe dich nicht auf die dunkle Seite der Macht. Musst du ja nicht. Das ist eine Grauzone, Markus. Du musst einfach die dunkle Seite mit der hellen Seite mischen. Solange du niemanden dabei beleidigst, dann bist du in der Grauzone. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden, warum man Resident Evil 2 mehr als zweimal durchspielen muss. Zweimal verstehe ich, weil du hast zwei Charaktere, die mit denen du die Story durchspielst. Die haben ein bisschen andere Sachen, die die dann erleben. Also die sind sehr anders. Ja, ja, genau. Sie also befreit dann dieses A-Run kleine Mädchen. Mit beiden Chars. Es gibt mit beiden Chars den B-Run, der Leon, sich halt unterscheidet. Ja, dann red du einfach. Ja, echt mal, Markus! Slappy redet zu Ende. Nee, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Mann, ey! Du hast halt den A-Run von Leon und du hast auch jeweils immer noch zum Charakter einen B-Run dazu. Das heißt, wenn du jetzt mit Leon anfängst, kannst du einmal Claire B spielen. Ne? Also A-B, das, was du gerade gesagt hast. Und dann gibt es das Ganze nochmal umgekehrt. Wenn du jetzt mit Claire anfängst, hast du Claire A und Leon B.
Und das sind 4 verschiedene Sachen, oder was? Ja. Achso. Also ich habe 3 verschiedene Enden bis jetzt gehabt und ich habe auch 3-mal was Verschiedenes zwischendurch gehabt. Okay. Okay. Mhm. Jo. Okay. Und damit hast du dann wahrscheinlich immer noch nicht, wenn du es machen möchtest, Platin, weil dann musst du halt eben irgendwie Schritte zählen, keine Highlights benutzen, keine Box benutzen, S-Rang machen, also wie auch die Leute, die das Spiel dann extrem feiern, im Endeffekt, wenn du vielleicht Platin machen willst, brauchst du 5-6 Durchgänge. Hm. Minimum. Hm. Aber es lohnt sich. Gutes Spiel. Ja, gut geworden. Ja. Also, Chad hat ja auch gesagt, klar, gibt's immer welche, die meckern, aber im Endeffekt eines der besten Remakes. Und ich würde es begrüßen, wenn sie Teil 3 machen, haben sie ja gesagt, steht und fällt, ob die Fans es haben wollen, Teil 3. Also wahrscheinlich innerhalb jetzt der Verkaufszahlen, wie sich Teil 2 jetzt verkauft, was sie halt sofort gesagt haben, was sie nicht machen werden. 4, 5 und 6 nochmal remaken. Da hat Capcom, nee, kein Interesse dran. Weil 4 gilt doch so mehr oder weniger als der beste, oder nicht? Ich mochte ihn nicht, keine Ahnung. Okay. Kann ich nichts zu sagen, aber ich würde ihn auch nicht nochmal unbedingt dann spielen wollen. Ich hätte halt Lust auf 3 und Code Veronica X. Die hätte ich ganz gerne noch. Ich kenne 3 und 4 nicht. Veronica X kenne ich. Das habe ich sogar. Hier, für PlayStation 2. Aber das 3er kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist Nemesis, da wo prinzipiell sehr früh schon quasi ein Gegner kommt, der nicht tötbar ist, der dich halt nicht jeder bejagt. Ja, doch. Alles gut. Das war der größte Ficker überhaupt. Ja. Definitiv. Stampf, 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 stampf. Irgendwann denkst du so, Alter, was ist denn los mit dir? Stampf, 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 stampf. Aber hey, it is like it is. Was hast du denn noch so gespielt, Slappy, diesen Monat? War eigentlich noch nicht fertig, aber mach mal. Ja, aber bevor du jetzt wieder noch 5 Stunden den Monolog führst, kann ja wohl mal jeder ein bisschen... wir haben alle nur die Hälfte von dir. Du spielst ja immer 10.000 Spiele, du machst ja nichts zu Ende. Ich hab ja nicht viel gespielt, weil ich ja kaum gestreamt habe. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Also, was ich gespielt habe, und ich glaube, du wirst es auch gespielt haben, ist Anno 1800. Die Beta, die jetzt dieses Wochenende noch gerade noch so läuft. Ich glaube, bis morgen läuft die noch, ne? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Fantastisch. Also, wenn das Spiel rauskommt, wird das, glaube ich, echt wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich sage das als jemand, der noch nie ein Anno gespielt hat. Ich weiß nicht, warum alle Annos an mir vorbeigegangen sind, aber ich habe so eine Phase gab, wo ich gar keine RTS mehr gespielt habe. In letzter Zeit hatte ich wieder extrem Bock auf so ein richtig schönes Aufbaustrategiespiel. Und da kam jetzt gerade Anno, glaube ich, richtig. Und wenn es im April rauskommt, werde ich auch extrem viel Bock drauf haben. Also in der Beta konntest du es ja noch gerade so zur Hälfte spielen, glaube ich, so ein freies Game, ne, von 5 Stufen, die es gibt, kannst du nur 3 machen. Die erste ist ja eigentlich relativ schnell vorbei, also ungefähr, wenn nicht sogar mehr Spiel, wartet noch im April, glaube ich, auf uns. Viel mehr. In den Sandbox-Spielen zumindest. Und dann kommt ja auch noch die Kampagne dazu, die hoffentlich gut wird. Diese ganze Mechanik mit den Schiffen und so, also gefällt mir schon echt sehr, sehr gut, was ich da gesehen habe. Ja. Warst du in der neuen Welt? Nee, da haben wir es nie hingeschafft, weil mein Spiel ist genau dann abgestürzt, als ich hin wollte. Mein Singleplayer-Spiel. Und dann habe ich es halt nicht weitergespielt, weil ich am gleichen Abend dann eben mit Mokka und mit Phil verabredet war. Und im Multiplayer irgendwann kannst du es ja gar nicht spielen mehr, weil das so instabil wird, das Spiel, dass es ständig synchronisieren musst. Und ich bin dann rausgeflogen 2-mal und dann haben wir gesagt, machen wir Schluss. Ja, das hatten wir auch heute. Leider. Aber ja, ist auch passiert. Ich habe heute auch gerade angesetzt. Es ist halb rübergefahren. Es war schon da, hat die erste Route gemacht und dann musste ich leider aufhören. Aber ich freue mich. Also es ist ja noch eine Menge zu erkunden. Theoretisch auf den Weltmeeren 3 Gebiete. Nordpol, der Westen und der Süden noch. Ja. Ich bin gespannt. Und Wüste, glaube ich, ne? Ja, ich bin sehr gespannt, was da so geht.
Das wird der Hammer. Dass sie das noch ein bisschen ausbalancieren, dass man relativ schnell dann dahin kommt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt noch so gemacht war, dass du relativ lange brauchst, bis du... Das ist Anno. Das ist Anno? Ja. Das dauert wirklich. Anno lange. Ist dauert. Anno ist kein... Das kann, also ich würde nicht sagen, dass es ein RTS ist. Es ist einfach so, es dauert ewig. Hm. Und du wirst irgendwann feststellen, bei deinen ersten 90 Stunden, oh Gott, ich habe eigentlich noch gar nichts gemacht. Und dann geht es erst richtig los. Okay. Und dann hast du ganze Flotten und Armada rumfahren, dass du auf dem Meer, wo du dich befindest, eigentlich nur noch Schiffe rumfahren und deine ganze Karte so aussieht, als wäre es deine, weil die Karte eingefärbt war wegen den Schiffen. Ist wirklich so. Also Anno dauert wirklich sehr lange und man sollte sich dafür Zeit nehmen und das genießen. Also ich bin wirklich so ein Mensch, ich habe das jetzt auch im Multiplayer gemerkt. Ich habe mit Hans gespielt und der war relativ zügig auch im Upgraden und ich war sehr lange hinterher, weil ich mir wirklich Zeit lasse, alles vorproduziere, riesige Inseln aufbaue, halt so wie das immer ist so. Ja. Ja. Also es wird, denke ich, nicht schnell gehen. Okay. Aber es ist auch gut. Ja, man hat sehr lange was davon. Und es sieht schön aus. Ja. Wirklich, wirklich schön aus. Sehr schönen Detailgrad haben sie. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Da bin ich ganz bei dir. Ja, ist das, wo ich nur zuschaue? Ja. Bin dazu schlecht. Ich gucke mal gar nicht zu. Das kann ich mir nicht angucken. Bei Anno? Nee. Wenn andere Leute das spielen, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die das sehr akkurat spielen. Und ich kann du mir das nicht. Baust das falsch! Ist halt wirklich so. Das innere BSG dreht. Es ist halt wirklich so. Genau auf der Linie. Brenn in der Hölle. Ich habe auch immer bei Hans auch immer rübergescrollt, habe geguckt, gleich wieder weggescrollt. Nee, mach du mal deinen Scheiß so, aber nee, nicht mit mir. So, nee. Und da gibt es halt wenig Menschen, die das so richtig, also ich zelebriere das richtig. Ich baue das so richtig, wie hat Hans das gesagt, so richtig deutsch. Das muss effektiv sein, effizient muss das sein, das muss ordentlich sein, ansonsten scheiße. Und dann gucke ich mir das nicht an. Ich bin gespannt. Also ich gucke dann auch immer durch, weil ich konsumiere das dann auch. Also ich versuche es zu konsumieren. Ich bin gespannt, ob ich jemanden finde. Mal sehen. Vielleicht gucke ich mir das bei dir an, Slabby. Deine Chaosstadt. Na, die zweite war nicht mehr so chaotisch. Also das, was ich bei Phil gebaut habe, da mit Phil Mocker, das hat sich schon ein bisschen besser hinbekommen. Irgendwann weiß man dann, ich habe auch bei dir ein bisschen abgeguckt, so welchen Straßen zu Stadt oder zu Häuserwert man ungefähr nimmt. So wie viele Häuser man mit Straßen umgibt und wo dann die einzelnen Schulen und Polizeigebäude hinkommen und so. Da habe ich am Anfang noch gestruggelt, weil ich fange dann immer an und versuche halt so sparsam wie möglich zu bauen. Und wenn du so sparsam wie möglich baust, hast du dann halt keinen Platz mehr für die Gebäude, die relativ mittig stehen müssen dann und so. Und deswegen muss man dann am Anfang immer viel Platz lassen und doch ein bisschen weiter bauen. Obwohl, was ich schön finde, ist, dass du ja die Möglichkeit hast, Gebäude einfach zu verschieben. Mhm. Das hat mir zum Beispiel bei Civilization 6 halt oder bei allen Civ-Teilen immer gefehlt, dass ich Sachen, wenn die einmal gesetzt sind, kann ich sie entweder abreißen oder halt für immer da stehen lassen. Und da kann man ja wirklich, wenn man wirklich Platz braucht, gerade an dieser Stelle, nimmt man halt die Häuser und packt die woanders hin und setzt dann da halt eine Schule oder eine Universität hin. Vorzeichnen würde ich dir übrigens immer empfehlen mit Straßen. Um Gottes Willen. Vorzeichnen. Nein, also wirklich einfach so ein riesiges Feld schon mal markieren und den Rest alles raus aus dem Feld. Ja, ja, aber dafür musst du halt wissen, wie groß eine Uni ist zum Beispiel. Weil eine Uni nein, ist Beispiel ach, die ballerst größer. Du da nachher einfach rein. Ja, ja. Das kriegst du da alles rein. Du musst dann halt nur ein bisschen rumfuschen. Ja. Ein, zwei Häuser rausschieben, Uni reinballern und dann irgendwo anders die Häuser bauen. Ist halt wirklich so. Die Leute denken immer, die bauen da sonst was hin und machen den Picasso und bereiten alles vor und alles auf den letzten Pixel und alles super eckig. Und dann denkst du mir so, hä, was mit dir? Was soll die Scheiße denn? Und dann, nee, das muss mega effizient sein, ich darf nur eine Uni haben, so. Ich sag mir dann immer, ja, dann bau doch da eine hin, da eine und da eine und da eine, weil du hast nachher sowieso so viel Kohle, dass das kein Pimmel mehr interessiert. Also. Aber keine Fenster. Leck mich am Arsch mit Fenster. Also das haben sie wirklich sehr, sehr krass gemacht, muss ich sagen, dass die Grundrohstoffe
Also, die Grundrohstoffe brauchen so lange zum Produzieren, das ist ja ekelhaft. Ich habe heute 7 Stein, wie nennen sich die denn? Steinbrennereien gehabt. Und auf 3 Gruben. Das hat ewig gedauert. Und dann nachher Glas ist ja mega teuer. Du brauchst mega viele Menschen, das kostet mega viel Geld und du sitzt dann immer da. Geil, 5 Minuten eine Glasscheibe. Cool, ihr seid richtig gut drauf. Welche 200 Leute arbeiten denn da drin? Ha. Nun. Ja, aber es ist gut. So viel dazu. Hast du noch was gespielt? Ich? Ja. Ja. Ein Spiel habe ich mir angeguckt, das ist jetzt vor ein paar Tagen in Early Access rausgekommen. Das hatte ich auf meiner Wunschliste, auf meiner Beobachtungsliste. Volkenoids. Das ist, ich weiß gar nicht, womit ich das genau vergleichen kann. Es ist, geht so ein bisschen Richtung... Subnautica, aber nicht. Also es hat halt nichts mit Unterwasser zu tun, sondern du hast halt so Bohrer, in denen du lebst, mehr oder weniger. Und das ist auf so einer festgesteckten Insel. Also die Insel ist immer gleich. Und du baust dir dann halt am Anfang deine erste Bohrmaschine zusammen. Also das ist so ein riesengroßer Bohrer, mit dem du halt, also in dem du dann quasi drin bist. Und du hast halt keinen Tag-Nacht-Zyklus, sondern du hast 20 Minuten und alle 20 Minuten bricht der große Vulkan auf der Insel aus. Und dann musst du entweder unter der Erde sein oder in einem U-Boot drin, weil während dieser Vulkan explodiert, stirbt halt alles auf dieser Insel. Dann hast du nach dem Vulkanausbruch 5 bis 10 Minuten einen Aschefall, also Ascheregen. Und dann kommt halt so langsam wieder die Sonne raus für 10 Minuten, bis dann eben wieder der Vulkan hochgeht. Und in diesen Phasen dazwischen versuchst du eben, Rohstoffe zu sammeln und deinen Bohrer halt besser zu bauen. Das ist halt wie so ein Gefährt. Und das kannst du dann halt verlängern, den Bohrer. Baust da halt einzelne Maschinen rein, die so ein bisschen in Richtung, Space Engineers oder so geht, wo du dann halt die ganzen Rohstoffe in den Ofen wirfst, der macht dir dann Barren. Aus den Barren kannst du dann an der Maschine halt wiederum Waffen oder andere Tools halt herstellen. Und dann gibt es da halt so Robotergegner, die haben bis jetzt noch eine relativ beschränkte KI. Und hast dann Quests. Ich habe nicht viel gespielt, ich habe vielleicht 3-4 Stunden reingeguckt, aber es verspricht ganz interessant zu werden. Also es ist so ein Steampunk, Subnautica, obwohl Subnautica nicht wirklich passt. Es fühlt sich ähnlich an, so mit dem Ressourcensammeln und so ein bisschen. Kannte ich nicht, hört sich interessant an, sieht interessant aus, habe ich mal auf die Wishlist gepackt. Also von daher, danke für den Tipp. Gerne. Und Tipp vom Chat, wer jetzt nicht noch unbedingt auf Anno warten will oder wenn die Beta down ist, wohl viele Teile genannt wurde jetzt gerade 14.04 beziehungsweise 2070 und 22.05 im Moment im Steam Sale für ab um die 2,50 Euro zu haben. Vielleicht sollte ich auch mal so ein altes Anno mal spielen. Ja, solltest du. 14.04. 14.04 soll gut sein. 14.04. Das war mega. Fand ich. Findest du nicht, Dizzy? Ich finde alle geil. Ich weiß gar nicht, warum wir mal... Also es sind, was heißt alle, aber super viele sagen mal. Was sagt der Chat? Welches war das beste Anno bis jetzt? Für euch. Pass auf. 14.04. Das war gut. Fand ich toll. Ich will da halt immer nur bauen. Ja, ich will auch. Nicht, dass irgendwelche Kankelixchen da kommen und mich angreifen und so... Ich will das nicht, ich will bauen. Das ist eigentlich alles, was ich möchte. Hä? Kannst du doch in allen Teilen. Ja. Ich vergleiche es gerade noch so ein bisschen mit Tropi. Du hast doch da auch eine Storyline, oder? Und irgendwann kommt irgendeiner, ich weiß, bei 14.04 kam irgendeiner mit seinem Schiff und hat angefangen, auf meine Stadt zu bomben. Und ich war hinten mit den Schäfern und mit dem Ganzen beschäftigt. So, was? Ne? Und hatte Holz abbauen und hab das alles so schön gemacht. Und es ist ja so wahnsinnig groß und so viele verschiedene
Wege und Schritte, die man braucht, um die ganze Wirtschaft aufzubauen. Und dann kommt da irgendeiner und steht vor meinem Hafen und schießt da die ganze Zeit. So, wer bist du denn? Der hat mich geärgert. Also ich glaube, 14:04 gewinnt, gefolgt von 16:02 als zweithäufigste Nennung. So aus dem Bauch. Ich habe es jetzt nicht abgezählt, so grob drüber geguckt. Ja? Das werde ich für Stefan auch mal besorgen. Da hat er sicher Spaß dran. Ja, mich würde ich sagen, interessieren am meisten so vom Setting wahrscheinlich die etwas futuristischen Teile, weil ich halt, wenn ich Aufbauspiele, gerne halt so Zukunftskram mache, sei es jetzt Surviving Mars, Avon Colony, da würde ich mir dann eventuell tatsächlich eher so die Zukunftsteile mal angucken. Ja. Da sagen die meisten, dass das nicht die guten sind. Ja? Ja. Ja, toll. Ja, das habe ich auch schon häufiger gehört. Ja, da sagen die meisten, dass das nicht so cool ist, ja. Also, ich fand die alle cool so. Ich habe bei allen Spaß gehabt. Es war alles so ein bisschen eigen, aber, ne? Aber man muss echt sagen, also mit 1800 haben die ein heißes Eisen im Feuer. Yo! Bei Blue Byte. Also, das kommt auch international ziemlich gut an. Merkt man gerade. Das könnte ein Hit werden, wenn sie nicht verkacken. Wenn sie nicht verkacken. Ja. Wenn sie die Fehler, die jetzt noch in der Beta drin waren, halt bis April ausgemerzt werden. Aber die kennen sich, die kennen das doch alle schon so lange. Also, das habe ich letztens auch schon gesagt. Die machen halt schon so lange in Anno. Ich habe 1900 schon Anno gespielt. Ja. Also, das ist schon, das sind, glaube ich, 20, 30 Jahre so Erfahrung, die, ja, moin. Ne? Sogar das Anno-Brettspiel. Jo. Gibt es? Ja. Wait, what? Ben? Ich komme wieder. Oder was? Ich frag mich gerade, auf welcher Basis das dann ist. Siedler. Ich habe seit Ewigkeiten keine. Ey, Tatsache, die es gibt Siedler Anno 1701. Das ist ein gutes Brettspiel. Oh Gott. Das habe ich mal gespielt. Da ah, das ist so wie Dings aufgebaut. Ja, 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 das ist wie von Siedler von Catan aufgebaut. Ah, ja. Okay. Ah, du hast sogar für. Oh, shit, scheiße, Mann. Warum habe ich keine Freunde, die Brettspiele spielen, ey? Na, du hast Freunde, die wohnen nur weit weg. Entschuldigung, ich höre euch gerade nicht. Kam halt irgendwann so in dem Siedler von Catan und ist sogar halt vom Catan-Autor Klaus Teuber, der halt eben Siedler von Catan gemacht hat und ist halt eben einfach so ein mehr oder minder Siedler-ähnliches. Richtig rum? Brettspiel eben. Nee, ist halt egal. Komplett falsch rum. Nee, so, war so rum ist richtig. Ja, ist halt ein Siedler-ähnliches Spiel eben im Anno-Gewand, halt mit Schiffen und Siedeln und Anbau und Handeln und ja, keine Ahnung, was rausgekommen ist. Irgendwann, ich sag mal Ende der 90er würde ich jetzt tippen. Sehe ich nicht, aber ich würde sagen so Ende der 90er. Das sieht sehr interessant aus. Und Vulkanoids auch. Müssen wir Vulkanoids auch mal reingucken. Okay, gut, Entschuldigung, weiter. Sali? Kein Problem. Oh, ich habe erstmal Schrott gespielt. Ich habe mir von... Also ich, möchte jetzt nicht, sagen, was zu erwarten war, aber was zu erwarten war. War schon Schrott, Tobe? Nein. Nein, aber man muss ein bisschen Abwechslung hier reinbringen mit all den klasse Sachen so. Ich habe mir das Add-on von Suicide Guy, Sleeping Deeply, angeschaut. Das ist eben der einschläft, ne, und im Traum versucht zu sterben, damit er seine Bierflasche nicht umfallen lässt. Und das erste war super. Ich habe mir von dem Add-on, was für mich ein Standalone war auf der Konsole, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber es waren nur 5-6 Level und da war man sehr schnell durch. Leider, 3,5 Stunden oder 3 Stunden habe ich irgendwie für 100% gebraucht. War trotzdem spaßig. Es war spaßig, es war okay. Danach habe ich gespielt, das ist schon ein bisschen älter, das Spiel ist Stories, The Path of Destinies. Und das ist ein Spiel, indem man einen Fuchs, einen Charakter spielt
Und man hat verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Und so wie man sich im Spiel entscheidet, kommt eine komplett eigene Story raus. Es gibt insgesamt 24 verschiedene Storystränge. Beim ersten Mal durchspielen braucht man ein bisschen länger. Später brauchst du ungefähr für einen Part ungefähr eine Stunde. Also man sitzt da nicht zigtausend Tage dran. Und ist sehr, sehr schön gemacht. Am Ende wird es etwas grindig. Also es reicht so fünfmal, damit man die komplette Story aufgedeckt hat. Man deckt neue Wahrheiten auf, neue Wege, die sich eröffnen dadurch, weil man ja jetzt Bescheid weiß, ob das vielleicht ein Verräter ist und das nicht. Und das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber man muss nicht alle 24 Wege machen. Dann wird es so ein bisschen grindig und Hast du das also Nachfolgespiel von dem Entwickler gespielt? Wenn dir das erste schon gefallen hat, Omenside? Nee. Das solltest du dir mal angucken. Wie gesagt, das kam jetzt, glaube ich, letztes Jahr raus. Ist, wie gesagt, das zweite Spiel von dem Entwickler ist sehr ähnlich zu Path of Destinies, gerade was halt dieses, ich nenne es mal, wiederholte Spielen halt eben von gewissen Abschnitten angeht. Ja, gibt es auch für die Konsole, heißt Omenside. Omenside. Man muss mal gucken. Da habe ich gespielt und war schön. Also war frisch. Es ist die Sicht so von oben wie bei Bestien. Ja. War wirklich eine komplett andere Story, die dann erzählt wird. Weißt du, so, oh, wie interessant. Und dann passiert dies und das. Fand ich sehr gut. Und der Erzähler ist großartig. Es ist, du hast eben eine obere Stimme, die das Ganze dann erzählt. Es ist alles vertont auf Englisch, aber fantastisch vertont. Das muss ich jetzt sagen, es war wirklich, wirklich gut. Dann haben wir Darksiders haben wir auf 100% gespielt, den dritten Teil. Ah, Respekt. Ja, da haben wir, ich habe mir das alternative Ende, haben wir uns dann noch im Stream angeschaut, was aber nur minimal Veränderungen drin hat. Also, minimal. Musstest du dafür nicht sogar Bums schwer spielen? Ich habe Bums schwer gespielt. Uff. Erster Spieldurchgang auf Bums schwer und danach auf leicht gestellt und auf Story rushte da durch. Das ist, aber ich habe einfach von dem Punkt, ich habe meinen Speicherstand in die Cloud hochgeladen, habe den dann wieder runter und habe die letzten Wege dann noch mal angegangen. Entschuldigung. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Und innerhalb von 2, 3 Stunden haben wir uns dann das andere Ende noch angeschaut. Das war auch schön. Muss ich zugeben. Ich habe unglaublich viel Freude an Darksiders 3 gehabt. Und ich hoffe so sehr, dass der letzte Teil erscheinen wird. Ich möchte das sehr, sehr gerne. Ich würde gerne mit Hader spielen. Monster Boy habe ich gespielt, was sehr an Wonder Boy erinnert, aber irgendwie liegen die von der Lizenz her dürfen die das nicht sagen. Deshalb heißt es Monster Boy. Es ist ein Metroidvania. Quietschbunt und super schön. Du hast die Möglichkeit, dich mit deinem Charakter in 5 verschiedene Charaktere zu verwandeln, von einer kleinen Schlange über einen Löwen. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und ne, wie es halt bei den Metroidvania-Teilen ist, du kannst immer mehr der Karte aufdecken. In bestimmte Bereiche kannst du erst, wenn du diese Fähigkeiten hast, um Schätze zu finden und die Story zu spielen, die darum geht, dass der verrückte Opa durchgeknallt ist und alle Menschen in Tiere verwandelt hat. Braucht man da viel Skill bei den Jumps oder ist es weniger Skill-Jumps? Weniger Skill-Jumps. Ja, weil Weniger. das Das ist, ne, ist halt nee. nicht das, weil ich kann das, nee. Nee, also die paar Jump, nee, das kriegst du so hin. Wirklich nicht. Ist sehr, sehr schön. Also, das ist wirklich super. Kann ich empfehlen. Und dann noch, was wir noch nicht besprochen haben und was ich wahrscheinlich selber, ist Overcooked 2. Ein Spiel, was man bis zu 4 Leute spielen kann. Man hat Menüs, die man zubereiten muss. Man muss seine Gurken schneiden und den Salat schneiden und Burger anbraten, Teller abwaschen, das Menü perfekt zusammenstellen und rausgeben. Man kann die Zutaten werfen und auf der Konsolenversion kann man mit dem zweiten Teil jetzt das Ganze auch online spielen. Im ersten Teil ging das nämlich nur als Couch-Koop und jetzt funktioniert es online. Und das macht Spaß. Also, ich habe es hier zusammen mit Stefan gespielt. Das war schon witzig.
aber dann auch mit Leuten aus dem Chat. Ne? Ich habe da Muffin, der spielt das zusammen und wir haben gesagt, so, oh, wir könnten nun mal versuchen, die 100% in Overcooked anzugehen. Das heißt, jede Karte auf 3 Sterne zu spielen und den ganzen Schnickschnack außenrum, ist witzig. Also wenn ihr Bock habt, euch gegenseitig anzuschreien, gib mir deine Wurst und schneid den Hummerschwanz, Overcooked 2. Ja, wie der Chat schon sagt, Overcooked 2, wenn dir die Freundschaft nicht so wirklich wichtig ist. Also, das kann man mal so zwei Stündchen. Wir wollten eigentlich wirklich nur kurz reinschauen, habe dann aber die erste Welt komplett abgeschlossen und die zweite auch schon. Es war dann doch sehr flüssig und man hatte sehr viel Spaß. Und es bewegt sich halt alles Mögliche. Die Station, wo du gerade stehst, ist auf einmal wegrotiert und du stehst ganz woanders. Ja. Du musst viele Maps öfter spielen, um einfach den Fluss dann irgendwann drin zu haben. Ist aber witzig. Also, es ist nichts, was man 10 Stunden lang am Stück spielen kann. Für einen witzigen Moment, so 2-3 Stunden Action, gönnt euch. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, Resident Evil und dann natürlich Kingdom Hearts. Seit 6 Tagen habe ich keinen Tag ausfallen lassen. Ich bin seit 6 Tagen jeden Tag am Kingdom Hearts spielen. Und selten habe ich in einem Spiel so wenig Story verstanden und es war mir so scheißegal, weil das Spiel so großartig ist. Es macht so viel Spaß. Die Level sind so schön gestaltet. Die kleinen, unten, man hat unten links ein Menü, wo einem angezeigt wird, welche Zauber, welche Items man aussuchen kann. In jeder Welt, in der man ist, passt sich das komplett an. Es ist mit so viel Liebe gestaltet und es ist so schön. Ist nicht deutsch synchronisiert, früher auf der PlayStation 2. Was mich am Anfang sehr traurig gemacht hat, aber es steht ihm nichts nach. Es ist traumhaft. Es ist so schön. Ich bin wie ein kleines Mädchen. Das ist Wahnsinn. Selten, dass ich so viel gequiekt habe in einem Spiel. So, ah, guck doch, wie schön! Es ist, ich verwandle mich in mein 10-jähriges Ich zurück. Es ist. Und das macht einfach Spaß. Ich freue mich sogar auf Grind-Passagen. Wenn ich mir jetzt schon vorstelle, dass ich für den kleinen Koch, Rimi, das ist eine Ratte, dass ich dafür farmen muss, um genug Sachen zu haben, um die ganzen Menüs herzustellen, freue ich mich jetzt schon wie doof. Selten, dass ich mich auf Grinden so sehr gefreut habe, wie dort. Es ist echt toll. Und nach 10 Stunden kriegst du immer noch neue Infos. Nochmal neue Sachen, die du jetzt kannst. Und nochmal neu. Und du denkst dir so, was? Okay. Es ist Wahnsinn. Ja, es sieht schön aus. Oh. Vor allem, also die Disney-Passagen gefallen mir sehr, sehr gut. Zum Zugucken vor allen Dingen. Ich habe auch sehr, sehr viel, als ich krank hier lag, habe ich viele Kingdom Hearts Streams geguckt. Ich habe auch versucht, wirklich ernsthaft diese Story zu verstehen. Vorher und habe mir so viele Zusammenfassungen und Erklärungen angeguckt, bis ich irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, dass diese Story einfach absolut bescheuert ist und niemand wirklich ernsthaft sie verstehen kann, weil selbst der Schreiber, also diese K-Pop-Sache da, ne, diese Final Fantasy K-Pop-Frisuren-Story, die drumrum gesponnen ist, damit irgendwie diese Disney-Teile zusammenpassen, dass man da einfach das. Es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Jedes Mal, wenn es dem Schreiber irgendwie gerade passt, die Story nochmal 10 Stunden länger zu machen, ja, dann ist plötzlich der Hauptdarsteller doch nicht mehr der Hauptdarsteller, sondern irgendeine fiese Version von ihm, der aus seinem Herzen und aus der Hülle von einem anderen zusammengesetzt worden sind, weil wir müssen noch irgendwie, weiß ich nicht, Schneewittchen reinquetschen. So. Ich hab das noch nie gesehen. Echt nicht? Nee, ich musste mir gerade einen Stream raussuchen, damit ich überhaupt mal weiß, wovon ihr da redet. Es ist, ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut. Es geht 2,5 Stunden. Es ist ein Deutscher, der das zusammengefasst hat und nicht nur einfach irgendwelche Zusammenschnitte von Cutscenes, sondern der wirklich darauf eingeht, der verweist auf Star Wars zum Beispiel öfter, damit man versteht, was da los ist. Die Vielfalt an Namen
gleichzeitig Namensänderungen, Zeitzonenänderungen, Körper, die getauscht werden und in einem zusammenleben. Und es ist, das musst du dir wahrscheinlich fünfmal anschauen. Und dann sind da immer noch solche Sachen, wo er dann selber sagt, ja, dadurch hättest du halt ein Paradoxon. Weißt du, es ist eigentlich so komplett an den Haaren herbeigezogen. Es funktioniert ja so nicht. Du kannst nicht zurück in die Zeit und dich selber an diesen Moment erinnern, es funktioniert ja nicht. Und das ist so, es ist mir scheißegal. Ich spiele seit über 30 Stunden und man kann in diese Welten so unglaublich schön eintauchen und dann kommt dieser Part, wo man so ein bisschen so, ja, ja, jetzt kommt der und der möchte so nicht mehr genannt werden und der ist der da, nur anders. Okay. Ich sehe gerade Donald Duck und Goofy und irgendein K-Pop-Fuzzi und dann noch irgendeinem eine Dauerwelle. Ja, das ist Sora, das sind die Hauptdarsteller schon seit dem ersten Teil. Sora, Goofy und Donald. Donald ist der Hofmagier und Goofy ist der ja, von Mickey Mouse. Ja, klar. So, und der andere ist der Tank und die hast du immer mit bei dir. Cool. Und König Mickey ist auf der anderen Seite auch unterwegs und macht was mit dem besten Freund von Sora, der aber eigentlich böse war, aber jetzt plötzlich doch nicht mehr böse ist, kümmert er sich noch um ganz andere Geschichten. Oho, Mickey! Es ist unglaublich schön. Und der Oberböse kann seine Lakaienbösen dadurch auf überall in der Galaxie orten, nur weil sie ein X in ihrem Namen drin haben. Und in einem Teil konnte er Sora verfolgen über die ganze Galaxie, weil er ein X auf seinem T-Shirt stehen hatte. Hast du und die... keiner hinterfragt das. Nein, das hinterfragt auch keiner. Hast du die Schlüsselschwerter mit dem Auge gesehen? Nee. Das ist ja das Auge vom Meister der Meister, der überall die wichtigen Geschehnisse sehen musste. Und es ist so riesig und es gibt so viele Kingdom Hearts Teile, auch Handy Games, die wichtig sind für diese Kingdom Hearts Story. Es ist jeder Teil, egal ob Handheld, Handy, PlayStation oder sonst was, sie sind alle wichtig für die Story und es ist so. Ich glaube, es gab sogar ein Konzert, das wichtig war für die Story. Ist und nicht wer es nicht gesehen hat. Und wer das Konzert verpasst hat, weiß halt leider nicht, wer ist. Ja, das ist aber schuld. Man sagt halt so, ja, das kannst du nicht spielen, wenn du nur Teil 1 und 2, wenn du die nicht kennst. Ja, aber dass Teil 1 und 2 halt so Miniteile von dieser großen Geschichte sind, man kann es super spielen, man hat einfach Spaß. So, also wenn du so ein bisschen Affinität auf Disney hast und diese Sachen sind so schön gemacht, die Charaktere kommen ja in diese verschiedenen Welten hinein, ich sag jetzt nicht welche, aber sie werden vom Stil her, von den Farben her, werden sie so angepasst, dass sie halt aussehen wie in dieser Welt. Es ist eine ganz besonders, es ist so wahnsinnig gut, dass Donald Duck und Goofy da stehen und du guckst dir das an und denkst, ja, das hätte genauso sein können. Die haben da schon immer hingehört. Es ist echt schön gemacht. Also für mich ist es großartig. Und mit Resident Evil 2 ist Kingdom Hearts 3 gerade ganz, ganz oben für mich. Da muss erstmal was rankommen. Boah, großartig. Versteht überhaupt jemand die Story? Ja, ja, die Hardcore-Fans, die sagen alle, sie verstehen die Story. Ja, ja, klar. Alle verstehen die. Ich wurde heute, wo hieß es so bei mir, ja, Sally, ich habe gedacht, du hast das Video gesehen. Ja, ich habe das gesehen, aber jetzt gerade... Dieser Strang, der ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also ich den anderen, den verstehe ich auch. Aufgegeben, weil, also ich war ja erst, also sagen wir so, ich fange so rum an, ich war skeptisch und hätte das Spiel vielleicht sogar ausgelassen, aber Chad wollte, dass ich das spiele. Und ich habe es dann gespielt und ich stimme dir bis jetzt halt zu, wo ich bin, es macht verdammt viel Spaß. Ich habe mir halt die Story-Videos angeguckt und habe gesagt, okay, das gebe ich auf, weil wenn du halt noch überhaupt keinen Bezug zu einem Franchise hast und überhaupt keinen Namen kennst, dann kannst du dir alles gar nicht merken, was du an Infos bekommst. Aber ja, ist mir prinzipiell egal. So wie ich das Spiel jetzt erlebe, ist es im Endeffekt what the fuck Kojima-Momente in einem Disney Square Enix-Spiel, weil es sieht gut aus, es fühlt sich gut an, wird schon passen. Die grobe Story verstehe ich, das reicht mir, es macht einfach Spaß, weil es passiert halt immer was, es blitzbunt, es ist halt, sage ich mal,
schön erzählt. Und wie gesagt, wenn ich halt nicht jede Feinheit in der Story verstehe, ja gut, okay, wenn ich Bock habe, kann ich immer noch die Teile irgendwann nachholen, also die ersten beiden, beziehungsweise die Zwischenteile. Aber von daher, es ist halt einfach ein schönes Spiel. Einfach mit viel Liebe zum Detail. Auch wenn man die Story nicht vollumfänglich versteht, kann ich zumindest sagen, dass ich mich gut unterhalten fühle. Absolut. Das ist es. Und ich glaube, das ist mir so in der Art eigentlich bei noch keinem Spiel passiert, dass ich so wenig von der Story verstehe und es trotzdem so großartig ist. Und abwechslungsreich. Ja, eben aufgrund der Themenwelten ja alleine schon. Hast du halt quasi ja mehr oder minder, ich weiß jetzt nicht, wie viele Welten es sind, ich sag jetzt einfach mal 5 bis 10 Welten. Keine Ahnung, die genaue Summe, weil ich bin auch noch nicht so weit drin. Klar, es ist halt eben anders. Du hast eben da auch wieder andere Fähigkeiten, andere Begleiter und andere Stories in der eigentlichen Main-Story. Und das fand ich halt eben, das stimmt, was gesagt wurde. Du hast halt eben diese einzelnen Stories und die versteht auch jeder, der das Spiel gerade aktuell spielt, nur diese große Story, die rumrum vielleicht dann nur ansatzweise. Und das Kampfsystem sieht sehr, sehr gut aus. Ist halt recht flott und es passiert halt immer was. Es passiert halt so viel. Also irre Teetassen ist so eins, was ich sehr selten auslöse, weil da ist so viel los. Es gibt halt Special Moves, die man auslösen kann. Attraktionen, die sich an Attraktionen von den Disney-Parks orientieren, wie eine Piratenschiffschaukel, wie diese verrückten Tassen, in denen man drinnen sitzt und die sich drehen und Wasserbahnen. Und wenn man die startet, dann ist da schon ordentlich was drin. Aber gleich zum Anfang, so in der ersten Welt, hast du das gegen den Endboss. Es ist so gut gemacht. Oh, es ist so schön. Es ist... Also das Erste, was mir jetzt auffällt, ist, dass die Comic Sans als Untertitel Schriftart genommen haben. Was ich unglaublich komisch finde. Also ich kann gerade keinen Ton, weil ich das jetzt im Stream nicht hören kann. Aber schön aussehen tut es auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ja. Ich sehe halt nur Comic Sans und denke mir so, wer hat denn das jetzt entschieden? Du weißt, was Comic Sans ist, ja? Ja. Ja. Der Untertitel ist halt Comic Sans. Ich gucke so wenig, die Untertitel muss ich zugeben. Heute hat jemand geschrieben, guck mal, da ist ein Schreibfehler drin. Irgendwie statt Dunkelwürfel steht im Deutschen Dunkelwürfel. Oh, das Kampfsystem sieht ja echt gut aus. Und es ist ziemlich, es sieht sehr wild aus, aber es ist eigentlich mit so Short-Tasten, wo man sich die Zauber drauflegen kann. Dann musst du nur noch die eine Taste drücken und drückst dreimal nach unten, um die ganzen Zauber auswählen zu können. Und es ist halt, abgefahren. Und ansonsten einfach X drücken, X und manchmal Dreieck. Und auf dem Bildschirm passiert so unglaublich viel. Zusätzlich hat man aus jeder Welt ein eigenes Schlüsselschwert, was wiederum eigene Fähigkeiten hat zum Verwandeln und mit eigenen Special-Fähigkeiten um die Ecke kommt. Und viele Special-Fähigkeiten haben am Ende dann noch ein Finale. Das ist dann das Grand Damage und das ist halt alles super schön inszeniert. Hallo Mäuschen. Ja, du bist auch schön. Ja. Mit deinen Hängeohren. Nickmäuschen. Ja. Ja, JRPG, ne? Let's go crazy. gibt's nur für PlayStation und Xbox. Ja. Abgefahren. Ja. Das ist wirklich sehr abgefahren. Gummijet ist wieder drin wie früher. Wo man zwischen den Welten hin und her in so einem, da sind wie kleine Space Invader Spiele sind dazwischen, wenn man auf Gegner trifft mit seinem Jet und kriegt dafür wieder Punkte. Also es steckt sehr, sehr viel. Sehr viel das Gummifon, hast du nochmal ungefähr, was weiß ich, 10, 15 Spiele, die du spielen kannst. Oh mein Gott, hast du diese uralt Spiele? Ich habe früher solche Dinger gehabt, das war noch vor dem Gameboy, wo du einfach nur so ein Munchkin hattest, was ich so... Stellenweise bewegt hast. Stream gespielt nach dem Stream. Erstmal Gummifon raus. Yeah, let's go. Das habe ich im Stream gemacht. Also wir haben uns ein paar der Spiele schon angeschaut gehabt. Das macht auch riesig Spaß. Also sie haben... Was ist denn? Was guckst du denn jetzt? Ich guck mir das gerade an. Ach so. Da ist irgend so ein
Gummipferd mit irgendwas ist da dran gebaut und irgendwie ist das im Wald und Goofy macht da rum und Donald Duck macht da irgendwas. Ich habe keinen Sound, das sieht super weird aus. Ja, ich spiele seit 6 Tagen nichts anderes. Das ist, ich habe sogar heute am Sonntag und gestern Samstag, ich bin gerade jeden Tag da, um Kingdom Hearts zu spielen. Ja, ich werde es definitiv auch die Woche halt weiterspielen, weil hat mich echt positiv überrascht. Also mit Resident Evil 2 schon mal sehr wirklich stabile Spiele direkt im Januar rausgekommen, die Messlatte für die restlichen Spiele des Jahres extrem hochlegen. Dafür erscheint für mich jetzt im Februar, muss ich zugeben, nicht so was für mich. Ich mach das jetzt mal aus, ja? Ja, mach das mal aus. Mach das mal aus. Das ist irgendwie so Hypnose. Aber wir haben doch noch super viele Sachen, die wir haben gespielt wir haben. Nee, Markus hat noch super viele Sachen, die noch nicht gespielt haben. Ich muss zugeben, ich habe jetzt einfach durchgerusht mit dem, das war das, was ich nur im Januar. Alter Falter, da habe ich viel Zeug im Januar gespielt. Ja, das habe ich alles im Januar gespielt. Ich gebe zurück an Slev. Ja, Feudal Alloy hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die sie da jetzt auch reingeguckt hatte. Deswegen hatte ich gerade bei deinem Monster Boy nochmal gefragt, ob es viel Jump'n'Run ist, weil das geht, also Feudal Alloy, Metroidvania, geht halt mehr in die Richtung Hollow Knight. Und das ist halt, weil ich nicht spielen kann. Das habe ich nachher bei Holly weitergeguckt, der das halt durchgespielt hat, weil ich selbst den Weg nicht wusste. Und dann kam halt Skilljumps mit halt springen, blocken, springen, dashen, blocken, springen. Und dann sage ich, okay, das kann ich nicht. Also ja, prinzipiell ein cooles Spiel, aber wie gesagt, eben deutlich näher an Hollow Knight und mit mehr Skill nötig. Und das ist halt nicht das, was ich spielen kann. Ansonsten halt wirklich sehr schön. Dann habe ich die Spider-Man-DLCs nachgeholt von der Stadt, die niemals schläft. Waren jetzt nicht die besten DLCs, aber waren auch nicht die schlechtesten. Also von daher, ich habe es 3 Abende gestreamt, also roundabout irgendwie 15, 16 Stunden waren es. Mhm. Mit den 3 DLCs, wie gesagt, alle auf 100% gespielt, die DLCs im Stream. Und ist halt mehr vom Gleichen. Wer was Neues erwartet, wird enttäuscht sein. Ist halt eben nochmal jeweils in dem DLC eine neue Storyline, die ganz interessant ist. Hast du eben nochmal ein bisschen Häppchen Story und das gewohnte Gameplay, was halt schon im Hauptspiel hattest. Also von daher, wer das mochte, kann nochmal 15, 16 Stunden mehr spielen. Ist das jetzt komplett? Oder das ist komplett, dann? Ja. Jetzt ist fertig? Ja. Okay. Das waren halt eben jetzt die 3 Teile, also Raubüberfall, Revierkämpfe und Silver Lining. Das Silver Lining war der letzte, der rausgekommen ist und deswegen hatte ich es dann erst auch angefangen. Und das ist jetzt halt eben komplett quasi der Season Pass. Der war dann über Weihnachten im Sale, für 15 Euro habe ich zugeschlagen. Das ist okay. Normal kostet er, glaube ich, jetzt 19. Ja, und reingeschaut habe ich auch noch in Genesis Alpha 1. Das ist wahrscheinlich das, was die wenigsten kennen werden. Ich würde es beschreiben als ein First Person Faster Than Light. Klingt jetzt irgendwie zwar merkwürdig, aber so würde ich es echt beschreiben. Also du hast halt quasi ein zweigeteiltes Gameplay, dass du halt einmal dein Schiff bauen musst, wie zum Beispiel Space Engineer oder so. Also quasi du kannst eben Module an dein Schiff halt bauen. Und die Ressourcen dafür musst du halt letztendlich, indem du durchs Weltall fließt und bei Planeten anhältst, selber einsammeln. Nur dass es nicht wie in Faster Than Light halt Textboxen sind, sondern tatsächlich 3D-Shooter-Gameplay. Das heißt, du kannst durch dein Schiff halt eben gehen und siehst auch die Station, kannst dann auf dein Shuttle gehen, fließt mit dem Shuttle zum Planeten und läufst auf deinem Planeten halt rum und musst die Aliens abschießen, Ressourcen einsammeln, gehst wieder in dein Shuttle, fließt zum Schiff zurück. Baust daraus halt eben, was weiß ich, einen neuen Antrieb ein oder halt eine Klonkammer oder ein Gewächshaus. Und Ziel ist es halt, quasi einen Planeten zu finden, den du mit diesem Genesis Project, wie der Spieler eben benannt ist, kolonisieren kannst. Das Ganze ist halt Roguelite, wie halt Faster Than Light auch. Das heißt, wenn du irgendwann mal komplett sterben solltest, musst du halt wieder von vorne anfangen, hast aber in dem Durchgang halt Sachen freigeschaltet, die du halt beim nächsten Durchgang halt eben dann benutzen kannst. Ist interessant. Habe aber mehrfach schon gesagt, ich bin halt nicht der Roguelite-Fan, den hat halt wieder und wieder und wieder motiviert. Das mache ich halt 2-3 Mal und dann irgendwann verliere ich halt die Lust. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist es ein solides Spiel, wer halt Roguelites und vielleicht gerade dieses Sci-Fi Faster Than Light mag und vielleicht mal schon über das Ganze selbst spielen wollte, was er sonst in Textboxen präsentiert bekommt. Wo hast du das gespielt? Auf der PlayStation 4. Ach so. Das gibt's auf PC nur. Kommt erst 2020 raus. Epic Launcher. Ich glaube, das war sogar Epic, genau. Ist halt jetzt über den Epic Launcher erhältlich und ein Jahr später dann erst auf Steam.
Ah, verstehe. Epic Launcher, da ist das drinne. Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Ich habe es nur noch nicht wirklich angefasst gehabt. Also ich denke mal, ich werde da auch noch mal reinschauen in das Spiel. Aber es gibt leider im Epic Launcher noch nicht sowas wie, ach Gott. Ja, man guckt halt nicht in jeden Launcher rein, ne? Das ist, naja, vielleicht werden wir das heute noch mal kurz thematisieren. Mit Sicherheit. Man kann auch Subnautica Below Zero auf Dings kaufen. Bei Epic. Ja. Ich hatte übrigens im Januar, ich glaube, ich hatte letzte Woche schon eine Menge aufgezählt. Also da kam jetzt nicht wirklich noch großartig was Neues dazu. Ich habe Subnautica beendet und Resident Evil sehr viel gespielt. Und dann hatte ich noch Anno. Und ich hatte jetzt zwischendurch mit den Jungs, aber ich glaube, das hatte ich auch schon erzählt, Deep Rock Galactic gespielt. Also vom letzten Plankenschnack bis jetzt war bloß Resident Evil dazwischen. Und das war's. Subnautica, glaube ich, noch. Und mehr habe ich jetzt auch nicht gespielt. Also ich war sehr, sehr fokussiert auf diese, auf die Spiele, die da sind, quasi. Also bei mir gab es nicht so viel, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Hm. Ja. Aber diesen Monat, oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf diesen Monat. Der wird großartig. Also für mich wird er wirklich sehr, sehr großartig. Ich hab unglaublich Bock auf Metro. Ist hier noch irgendeiner im Raum, der Metro spielen will? Ja, ich würde Metro auf der PlayStation spielen. Ja. Oh. Ja. Aber ist jetzt nicht halt mein Hype-Spiel, weil ich halt nicht so der Shooter-Spieler bin. Ich habe die ersten Teile gespielt, deswegen möchte ich den auch spielen, aber ist jetzt halt nicht, dass ich sage, dafür springe ich aus dem Fenster oder so. Ich kenne nur den zweiten. Der zweite hat mir damals sehr gut gefallen. Ich fand solche kleinen Gimmicks wie, dass man sich über die Maske eben wischen kann, um den Dreck wegzuwischen und sowas. Das fand ich sehr toll. Ich fand auch die Story interessant, wie über Antium? Wie heißt der? Atium. Ja, Atium. Ein schwieriger Name. Ich wollte mir immer mal die Bücher durchlesen. Ich habe sie mir jetzt als Hörbuch besorgt. Die sollen nämlich gut sein. Aber ich bin jetzt, ich werde es mir anschauen. Ja. So mega gehypt. Weiß noch nicht. Doch, hab schon Bock drauf. Aber ja, das ist schon, aber ich jetzt super gehypt. Also das wären dann eher März-Titel bei mir, wo ich dann im Kreis hüpfe. Ja. Also ich wollte es ja auf jeden Fall spielen, aber seit sie gesagt haben, dass sie nur noch auf dem Epic-Launcher rauskommen, nee, auf keinen Fall. Ist ein absolutes No-Go, meiner Meinung nach. Ja, es ist nämlich wirklich anstrengend, einen weiteren Launcher runterzuladen. Auf die Epic-Launcher-Seite zu gehen und eine Datei runterzuladen und zu installieren. Das ist viel zu viel, was sie da von einem verlangen. Deswegen nein, ich boykottiere das. Ja. Nicht noch ein Launcher auf meinem PC. Bisschen Master Race. Gleich Klick-Klick-Geräusch, erstmal Fortnite starten. Alter Verwalter, die haben jetzt aber ganz schön draufgelegt, ne? Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade unterbreche, aber alte Schalte haben die hier einen draufgelegt in dem Launcher. Die haben aber ordentlich eingekauft. Ja. Die haben von Walking Dead noch die Final Season käuflich. Das gab es bei Steam, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Also keine Ahnung, was die da ausgegeben haben. Die haben Division schon drin. Die haben Metro schon drin. Also da wird gerade sehr viel Druck aufgebaut. Der Launcher ist übrigens immer noch richtig scheiße. Also richtig scheiße. Aber alte Schalte, da ist echt gut Stuff drinne. Also wirklich jetzt mal ohne Witz, ich werde dafür nicht bezahlt. Es lohnt sich wirklich da mal durchzuscrollen. Kann ich das hier zeigen? Könnt ihr da mal kurz mitgucken? Geht das? Dann muss ich ja den Stream aufmachen. Ja, hör auf rumzuheulen. Ich muss mal gucken, ob das jetzt passt. Ja. Oh, also, noch ein Stream, den du öffnen musst. Noch ein Stream, den ich öffnen muss. So eine Scheiße. PC Master Race. Nee, Opera Master Race.
Also, die haben Subnautica schon mal drin, sie haben für Metro scheinbar, Division wurde schon angekündigt, das Genesis, das muss ich mir übrigens auch mal angucken, danke Markus für den Tipp. Hades ist auch mega gut. Die Final Season, kann das jemand confirmen, dass man das nicht mehr kaufen kann bei Steam? Ashen war auch mega gut, das kenne ich nicht. My Time Portia. Das, also es sind... Oh, das ist der. Oh, das ist ein Spiel, worauf ich jetzt schon die ganze Zeit warte, dass es sich auf der Konsole erscheint. My Time at Portia. Oder Portia. Da hätte ich. Oh, das würde ich so gerne spielen. Das ist so ein Aufbau-Simulations-Farm-Spiel. Falls übrigens einer von Epic zuguckt, ne? Gewöhnt euch doch mal bitte an, in euren Launcher eine Zurücktaste einzuführen. Das wäre mega geil. Weil wenn du da jetzt nämlich reingehst, musst du wieder auf Shop klicken und dann fängst du wieder von oben an. Drück mal Please. Backspace. Hm? Drück mal Backspace. Geht auch nicht. Naja, wenigstens haben sie genug Geld, um Rechte zu kaufen. Das ist schon mal gut. Oder zumindest Leute anzuwerben. Hello Neighbor ist noch drin. Darksiders haben sie mittlerweile auch schon drin. Super Meat Boy, Fortnite, habe ich auch gehört. Das ist ein super klasse Spiel. Und Satisfactorio ist mit drin, Outer Worlds, Man Eater. Also es ist auch super viel schon angekündigt, ja. Sowas wie Dauntless, Journey zum Beispiel. World War Z ist auch neu. Rebel Galaxy Outlaw, da freue ich mich drauf. Rebel Galaxy Outlaw, wo war das jetzt hier nochmal? Wir sind schon vorbeigescrollt gerade. Oh, warte. Ja, wir sehen alle ein bisschen Zeit. Worum geht's da? Boah, wenn die hier, ey, ohne Scheiß, ne, wenn die hier noch ein bisschen Zeit reinstecken und ein bisschen mehr Geld für einen Programmierer, der mal ein bisschen mehr arbeitet als nur 5 Minuten, dann könnte das hier schon echt gut werden. Uff. Scheiße, ey. Ja, Steam ist der Zugzwang. Worum geht's da, Markus, wenn wir das schon aufhaben? Ist das mit in die Richtung... Was also grob gesagt würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du Firefly kennst. Nee. Firefly als Spiel, das ist eine Fortsetzung. Den ersten Teil gab es bereits oder gibt es bereits. Der war allerdings mit großen Capital-Schiffen. Und der zweite Teil ist quasi mit kleinen Schiffen à la Dogfight, also im Cockpit Dogfight-mäßig. Dazu halt sehr, sehr, ja, wie soll man das nennen, Metal-Western-orientierte Mucke, die schon im ersten Teil ziemlich geil war. Eine Storyline, die du halt eben folgen kannst. Du kannst halt eben Piratenklamotten machen, du kannst handeln, du kannst dein Schiff ausbauen. Also so ein bisschen wie die alten Science-Fiction-Spiele, wie sie halt früher im Weltraum halt waren, eben auf neu gemacht. Das hört sich ja fast an wie dieses andere wundervolle Spiel, was schon immer versprochen wurde. Wie war der Name nochmal? Das ist Star Citizen oder was? Ja, das klingt genauso das toll. Oha. Also die haben echt gut reingeknallt hier bei Epic. Nun, zurück zu Metro. Atiom, Verzeihung. Du bist Slabby gar nicht? Pff, nee. Nee. Echt nicht? Das ist so. Nee. Das ist genauso das Genre-Spiel. Da gehe ich locker flockig dran vorbei. Ich freue mich für alle anderen, die Spaß an so einen Spielen haben. Aber für mich war das noch nie was. Metro, Bioshock und die ganzen Story-Shooter, wie sie alle heißen. Bioshock. Bioshock. Da habe ich so ein richtiges Flashback. Das brauchst du nur sagen und dann träge ich schon aus dem Stuhl. Oh, das war die schlimmste Erfahrung, die ich je gemacht habe in einem Computerspiel. Bioshock? Ja. Das war so unendlich beschissen mit dem Sound abgemischt. Ich hätte im Strahl kotzen können. Und ich habe keinen Bock gehabt dazu. Weil wenn du hast halt gespielt und du hast diese Tapes hast du dir angehört. Du konntest dir ja solche Tapes anhören. Mhm. Und dann hast du die ganze Zeit diese kleinen Kinder da nebenbei gehabt, die und dann kam noch so ein Roboter und das hatte ich 2-3 Mal. Und bei Sound hört es bei mir echt auf, wenn sich da keiner Mühe gibt, die Scheiße. Vor allen Dingen war das alles unterschiedlich laut. Und du konntest das aber auch nicht unterschiedlich einstellen. Und dann hast du da gesessen und habe ich gesagt, ey, Chat, tut mir leid, aber das ist die beschissenste Experience, die ich je hatte. Und habe das ausgemacht, habe es deinstalliert und habe gesagt, fickt euch mit Bioshock. Nimmt die Scheiße und verpiss dich. Das hat beim mich ersten so Teil? Ja, das hat...
Ich bin schier wahnsinnig geworden. Ich hasse das, wenn Leute nicht mal gegenhören oder irgendwie die Levels anpassen und das, oh, ne. Hm. Und dann war ich sauer und habe ich ausgemacht. Ich habe das Bioshock, wie hieß das? Infinite? Hm. Ja, das habe ich gespielt. Das war wiederum ganz cool. Aber ich habe es halt nie weiter als den ersten geschafft. Ich wollte es eigentlich spielen, weil mir Infinite hat mir sehr gut getan. Also wirklich sehr gut gefallen. Infinite habe ich tatsächlich auch gespielt und hat mir auch gut gefallen. Mhm. Aber die ersten beiden habe ich auch nicht gespielt. Den ersten habe ich angefangen und war, glaube ich, nach 2 Stunden so gelangweilt, dass ich dann wieder ausgemacht habe. Ja. Die ersten beiden viel besser als Infinite da oben in den Wolken. Nein, ich will nach Rapture, ich will unter Wasser sein. Und sah halt nicht so schön aus. In den Wolken. Ja, aber über den Wolken, das sah halt wenigstens schön zum Angucken, sah es halt gut aus. Und dann, die Musik war schön. So. Muss ich mich aber am Ende auch durchkämpfen, weil diese ganze Shooter-Mechanik und so mit Story und so, das finde ich so. Das ist so Half-Life. Das kann bei Half-Life bleiben, von mir aus. Aber ich freue mich, wenn Leute immer noch Spaß an diesen alten Kamellen haben. Von ja, daher. Ich auch. Die müssen alle taub sein. Bioshock zählt für mich zu eines der besten, wie du schon nennst, Story-Shooter, weil ich mag eigentlich keine Shooter, aber bei Bioshock funktioniert es halt eben, weil halt, sag ich mal, die Atmo und die Story halt so geil ist, gerade mit den Tapes und den ganzen Klamotten, die halt eben eingeblendet werden, keine Ahnung. Also ich mochte sowohl die Teile unter Wasser, als auch den Teil Infinite in der Luft. Also von daher, ich mochte alle 3 Teile. Mhm. Naja, bei Metro kenne ich Teil 1 nicht, den habe ich selber nie gespielt, den Teil 2 kenne ich. Und das ist eben Story-Deckungs-Schleich-Shooter und das ist, das hatte sehr viel Spaß gemacht. Weiß ich noch. Und deshalb gucke ich mir das neue Metro, schaue ich mir auf jeden Fall an. Ist ja am 15. erscheint das. Ja. In 2 Wochen. In 2 Wochen. Vor der Dreamhack. Während der Dreamhack. Ja, genau. Ja, und ich komme schön während der Dreamhack, sitze ich auf der Messe. Mit, da gibt es ja auch immer unglaublich guten Sound an den PCs, die so unglaublich gut sind. Ich spiele das dann am Montag, also am 18. Ich werde es probieren. Ich will das spielen, unbedingt. Und ich habe das Problem, ist, ich habe mir dieses Jahr für Dreamhack nur einen halben Tag einen Platz genommen. Ich sehe es nämlich schon funktionieren, weil wir haben nämlich dort endlich Hardware von Corsair. Danke. Und dann sehe ich es funktionieren und dann um 15 Uhr, Dizzy, du musst jetzt aber aufhören zu streamen. Dein Tisch ist nur bis 15 Uhr frei. Und dann sitze ich da, fuck, ich will aber spielen, ey. Fuck. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe mich schon am Freitagabend nach Hause fahren. Tschüss, war schön mit euch. Ich muss Metro spielen. So, Atjom, los. Die anderen brauchen wir nicht. Wir machen jetzt alleine los. Wo ist der Wodka? Scheiße, ey. Warum kommt denn das Kinder? Können die das verschieben? Ich muss mal anrufen. Was kommt denn sonst noch? Am gleichen Tag. Wollen wir dann nachher nochmal über den Launcher an sich noch reden? Oder? Wir können uns auch jetzt die Köpfe einkloppen. Oh. Weil Slabby ja schon die Vorlage halt gegeben hat, mehr oder minder. Na dann los. Das ist ein Exclusive. Metro ist doch kein Exclusive. Doch, weil es nur auf einem Launcher rauskommt. Nein. Du kannst doch Metro trotzdem noch kaufen, gerade aktuell, oder? Nee, jetzt ist es vorbei, glaube ich. Nicht auf Steam. Du konntest es vorbestellen und jetzt musst du es auch auf Steam spielen, wenn du es vorbestellt hast. Obwohl, aber gut, bei Steam kannst du es wahrscheinlich refunden und dann... Nee, bei Metro kannst du tatsächlich, es gibt nicht mehr. Also ganz ehrlich, ich vertrete hier 2 Parteien. Einmal die Partei des Nutzers und einmal die Partei als Streamer. Die Partei des Nutzers sagt, das ist die dämlichste Kackscheiße, die es gibt. Weil, wenn ich mal durchzähle, komme ich auf 8 Launcher, die ich installiert habe. Auf 8 perfekte Launcher, weil jeder Furz seinen eigenen Scheiß machen muss. So. Willkommen im Kapitalismus. Ja, ich weiß. I know. Für mich aber als Endnutzer ist das der absolute Bullshit. Ich habe keine Ahnung, was ich bei Origin habe. Ich habe keine Ahnung, was ich bei Uplay habe. Und schon gar nicht weiß ich, was ich im Epic Launcher habe. Ich weiß, was ich in Steam habe. Weil da sind nämlich verschissen nochmal 700 Spiele drin.
700! Da ist alles drin. Und dann überlegst du, warte mal, habe ich das schon gekauft? Und dann guckst du, oh, scheiße, das habe ich jetzt bei Steam gekauft und das habe ich ja schon bei Uplay. Und Origin kann sich ja sowieso mal löschen, da ist ja eh nur scheiß Battlefield drin. Und jeder Furz, damit er seinen Cut kriegt, macht das dann an. Das ist genauso bescheuert und genau darauf will ich hinaus. Ich hoffe nicht, dass das bei Epic passiert. Dass du wieder so eine Scheiße hast. Du kaufst es bei Steam und dann geht wieder der andere Launcher auf. Boah, das ist halt... Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und der Epic Launcher, das einzig Gute, was am Epic Launcher dran ist, ist, dass Epic unendlich viel Geld hat. Und zwar unfassbar viel Geld. Und mit dem unfassbar vielen Geld können sie sich Leute kaufen, die unfassbar viel Langeweile haben und unfassbar viel gern arbeiten. Und das wahrscheinlich unfassbar schnell ordentlich wird. Weil ansonsten hat dieser Launcher nur einen Existenzgrund, weil sie viel Kohle haben und Exklusivtitel kaufen. Oder weil sie einen unfassbar guten Cut anbieten. Und das ist jetzt die andere Seite. Oh Gott, vielleicht sollte ich den Monolog kürzer machen. Die andere Seite ist, dass es eigentlich cool ist für die Entwickler, weil sie einen besseren Cut kriegen. Weil Steam, glaube ich, bin mir nicht sicher, ich glaube nur die guten Games oder die großen Games kriegen einen besseren, aber in der Regel ist der bei 30%. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste der bei 12% bei Epic liegen. Und damit punkten die halt ganz klar gerade, weil die haben auch noch andere Einnahmen. Da gibt's halt Fortnite, kaufen Sie bitte mit meinem Creator-Code MiggyTV ein, um mir Fortnite-Skins zu kaufen und damit Milliarden Umsatz machen, plus die Unreal Engine obendrauf und die sagen sich so, wisst ihr was, Alter? 12%, let's go. Und dann kriegst du aber da schon wieder so ein Endprodukt und jetzt sind wir wieder beim Nutzer, wo du echt in den Schrank kotzen musst. Wo ich mir denke, ey, ihr verdient fucking Milliarden. Ihr seid schon seit Jahrtausenden da. Und du kannst nicht mal mit der Fuck-Backspace-Taste oder mit deiner scheiß Maustaste, geschweige denn die Seite zurückgehen, wieder in den Shop. Und dann kriege ich wieder einen Brechreiz. Weil das finde ich als Endnutzer, nicht als Streamer und Verständnis für Entwickler, sondern als Endnutzer, kann ich echt im Strahl brechen. Und dann ist das auch nicht so Work in Progress oder so. Weil... Du willst kein Work in Progress haben. Du willst das Fertige haben. Fertig. Weil wenn ich mir schon einen verfickten Launcher installiere, dann soll der fertig sein. Fertig kaufen, Bums, aus die Maus. So, jetzt bin ich fertig, Entschuldigung. Jetzt könnt ihr. Oh, das ist halt gut. Ja, aber dann gibt's halt eben die wirtschaftliche Sicht. Und was die Entwickler wollen, ist ein Gespräch mit Steam für bessere Cuts. Und Steam hat da kein Interesse dran. Und dann winkt jemand und sagt, hallo, ich biete aber mehr und bessere Konditionen. Das ist quasi, wenn du irgendwo arbeitest und mit deinem Chef über Geld verhandeln willst, der Chef sagt, nö, bist du nicht wert. Du kriegst genau dasselbe wie alle anderen. Und ein anderer Arbeitgeber sagt halt, ey, du kriegst halt einen besseren Stundenlohn. Willst du hier anfangen? Kommst vorbei. Und dann kündigst du halt und gehst rüber. Und das finde ich, sage ich mal, absolut legitim, weil letztendlich, wenn die mehr verdienen, sollte man davon ausgehen können, dass wir irgendwann auch bessere Produkte bekommen, weil mehr Geld, was die verdienen, können die wieder reinvestieren oder bessere Situationen für Arbeitsplätze schaffen, etc., etc. Das Einzige, was vielleicht nicht okay ist, ist vielleicht, ist, was auch der Chat gesagt hat, es erstmal bei Steam anzubieten, es dann zurückzuziehen. Das hat so ein bisschen den faden Beigeschmack bei Metro. Hätten sie das von Anfang an gemacht, wäre es total cool gewesen. Erst irgendwie reinzustellen und dann wieder rauszuziehen, das kann ich sagen, nicht der beste und cleverste Weg, die Sache anzugehen und zu deeskalieren, das kippt halt ein bisschen Öl aufs Feuer. Im Endeffekt auch, was ich gerade im Chat gelesen habe, was ein legitimes Mittel wäre, um es den Leuten vielleicht zu verdeutlichen, dass es mehr oder minder, weil im Moment wird die Schuld immer auf den Entwickler halt geschoben und der Entwickler wird gereviewbombt oder mit negativer Presse überschüttet. Und nicht Steam unter Druck gesetzt, dass sie halt vielleicht in die Verhandlung gehen, weil wir möchten das Produkt auf Steam haben. Steam kommt aber nicht entgegen. Also das ist halt, finde ich, ein bisschen unfair den Entwickler gegenüber. Eigentlich müsste man Steam unter Druck setzen und nicht die Entwickler. Weil das ist ja genau das, was halt quasi dieses Szenario schaffen will, dass Steam halt mal für Gespräche bereit ist. Was gesagt wurde vom Chat ist absolut richtig. Im Endeffekt müssten die fehlenden Prozente vom Entwickler im Steam Store draufgeschlagen werden, also 15% teurer, im Gegensatz zu 15% oder dem Normalpreis dann in den anderen Launchern. Ja, dann hätte der User die Entscheidung, ob er für 15% mehr, weil er es da haben will, auf Steam kauft. Aber
oder für 15% weniger im Epic Store, wobei ich glaube, das ist schwierig heutzutage, weil die Leute sowieso sehr viel bei Keysellern kaufen und den Storefront-Preis sowieso nicht auf Steam zahlen. Eben. Geschweige denn im Epic Launcher. Ja, wobei, gibt es mittlerweile schon irgendwelche Key-Seiten, ohne bitte jetzt Werbung zu machen, für Epic? Weil ich glaube, dass es da deutlich weniger ist, als es jetzt für Steam der Fall ist. Gucken wir doch einfach mal bei der meistgeliebten Seite, wo man tolle Sachen kaufen kann. Jo, kannst du. Warte. Nö, kannst du nicht. Nee, gibt's nicht. Aber ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, kann man hier überhaupt Keys einlösen? Boah, auf Epic, ja, kannst du. Alter, dieser Store, ich könnte in so... Wer hat das gemacht, Mann? Das kann ich in der Grundschule in Informatik programmieren, so eine Scheiße hier in irgendeinem hässlichen... Wo denn? Kannst du mir das mal bitte sagen? Wo geht das, Markus? Sag mal. Irgendwo bei Profil gab es Codes einlösen. Ach, hier unten, ja. Mhm. Ja, nee, gut, kannst du. Ja, gut, dann gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Seite, ja. Bestimmt. Also bei der eingängigen hier gibt es nichts. Ja, und das ist zum Beispiel halt eben der Punkt, dass halt eben A, halt der Key-Reseller-Markt kleiner ist und sie halt wirklich dann auch den Storefront-Preis bezahlen bei Epic, während du bei Steam der Storefront-Preis, der da steht, prinzipiell egal ist, weil wenn du halt sparen willst, Leute sowieso Key-Reseller dann wahrscheinlich benutzen. Das heißt, ob sie jetzt 15% bei Steam draufschlagen, interessiert die Leute halt wahrscheinlich gar nicht, weil den Preis zahlen sie eh nicht. Und deswegen, bin ich der Meinung, sollten halt Steam unter Druck setzen, dass sie halt reagieren und nicht den Entwickler, weil damit schaden wir uns im Endeffekt selber, weil wir auf ein Produkt verzichten, weil wir einfach keinen Launcher installieren wollen, weil letztendlich weniger Kohle für den Entwickler bedeutet, was vielleicht im schlimmsten Fall, wie es auch im Zuge bei Metro gesagt wurde, bedeutet, dass ein Produkt vielleicht, wenn es nochmal in eine Fortsetzung kommt, nicht mehr für den PC erscheint, weil die Leute es ja anscheinend sowieso ignorieren. Dann wird es ein Konsolen-Exclusive und ich weiß nicht, ob die Leute damit noch zufriedener sind, als dass sie sich halt, wenn sie ein Spiel wollen, einen Launcher installieren. Also ja, aber das war auch ganz schön dämlich vom Entwickler, muss man ja auch sagen. Das war so eine Trotzreaktion, wo er einfach gesagt hat, ja, wenn ihr unser Spiel nicht kaufen wollt, dann gibt es jetzt mal gar kein Spiel. Wer hat das gesagt? Der Entwickler von Metro. Ja, und ist doch cool. Hat sich hingestellt und gesagt, ja, wenn alle unser Spiel auf Epic boykottieren, dann bringen wir das nächste Mal gar kein Spiel mehr auf dem PC raus, sondern nur noch auf der Konsole. Naja, und? Ist doch richtig. Ja, aber ich gehe ja nicht ins Internet und sag's das. Hä, warum nicht? Weil eine Horde von pubertierenden Idioten? 12-Jährigen ja. Dann ja, und? Jetzt schon hochkochen, weil am sie Ende, dann Exklusivtitel kaufen müssen auf dem PC. Am Ende werden sie es trotzdem kaufen. Ja, natürlich werden sie es alle kaufen. Naja, siehst du, also kannst du doch sowas auch sagen, weil es einfach die Wahrheit ist. Ist doch kein Problem. Finde ich also cool. Ein bisschen trotzig. Naja, es ist einfach die Wahrheit, was willst du machen so? Oder der Publisher war es, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn Steam, was heißt Steam unter Druck setzen so? Ich meine, Epic setzt Steam unter Druck so. Und dass Leute auf dem Publisher oder auf dem Entwickler rumhacken, das sind sowieso Leute, die nicht nachdenken. Weil sie selber, wenn sie mehr Lohn verdienen, ist doch klar, wo sie hingehen, da, wo sie mehr Lohn verdienen so. Und jeder normale Mensch würde an der Stelle darüber nachdenken. Das ist übrigens jetzt das rationale, nachdenkende, vernünftige Ich, ja, nicht das Endnutzer-Ich. Ich bin da sehr zweigespalten, schizophren. Ist doch völlig bumm so. Und die Aussage ist ja auch richtig. Also ich finde die Aussage richtig zu sagen, jo, wenn ihr denn keinen Bock habt, ja, dann fickt euch, dann gibt's halt eine Konsole. Dann kannst du dir aussuchen, ob du nochmal 499 Tacken drauflegst und eine Konsole kaufst. So, bums. Am Ende sind wir sowieso alles Crack-Junkies und wollen zocken so. Naja, nochmal vielleicht ein Beispiel, was es transparent macht, wie man halt mit der Sache halt umgehen kann. Im Endeffekt, Steam ist ein Flughafen beziehungsweise Airlines und die Entwickler sind die Piloten und die Piloten streiken. Und jetzt kannst du halt entweder sagen, scheiß Piloten, sowieso alle reicher und mein Flug geht nicht in die Karibik. Oder vielleicht verstehen, warum die Piloten streiken, für bessere
sichere Arbeitsbedingungen, mehr Geld, whatever. Und vielleicht schuld sind die Airlines und der Flughafen. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, jede Seite kann man sich von zwei Seiten halt angucken. Die Analogie. Ja, kannst auch Nahverkehr, Müllabfuhr. Nimm Lehre. Oder was weiß ich nehmen. Dann werden die Mülltonnen nicht geleert oder was weiß ich. Ja, natürlich entstehen dadurch halt erstmal immer Schwierigkeiten. Aber sie kämpfen ja halt für eine Sache. Für ihre Sache. Und wie hat jeder, ich meine, jeder, der irgendwo arbeitet, wird immer gerne mehr Geld nehmen. So ist es nicht, ne? Aber eigentlich, was, also ich verstehe die Schwierigkeit jetzt nicht daran. Das ist immer noch das rationale Ich, ja. Das ist immer noch nicht das Endnutzer. Muss ich immer dazu sagen. Das ist wie Konsolen. Leute regen sich immer auf, sie wollen sich keine Konsolen kaufen. Sobald du das erste Mal eine beschissene Konsole gekauft hast, weißt du eigentlich mal, wie toll Konsolen sind. Oh. Ja. Und ich glaube auch echt, dass dieser Launcher gut wird. Ich hoffe es. Sie müssen da Arbeit reinstecken. Hm. Ja, nicht nur Geld. Arbeit. Weil Steam hat immer noch die Nase vorne. Übrigens, für die ganzen süßen Schnecken da draußen, es gibt einen Launcher, der nennt sich Play Night. Vielleicht kann Markus euch mal den Link posten, weil ich habe gerade keinen Chat offen. Der nennt sich gerade schlecht hin, weil das sind zwei verschiedene Rechner mit. Kannst du den reinposten? Ja, kann ich. Kleinen Moment. Nicht. Schön. Ich kann. Ja, ich mach schon. Zu spät. Okay. Jetzt will ich auch. Dann wollen wir alle. Da. Also es gibt halt einen Launcher, der nennt sich Play Night, und der verbindet halt alle, so gut wie alle Launcher, also zumindest die großen, miteinander. Und da kann man sich dann anmelden, und da hast du dann Uplay drinne, Origin, Steam, Battle.net, was ist da noch alles drinne? Und Epic soll wohl auch noch dazukommen, soon. Und da hast du dann auch einen Filter drinne und diesen ganzen Kladderadatsch, und dann ist da wirklich alles auf einem Haufen. Und dann kannst du wirklich, dann hast du alle deine Spiele. GOG ist auch drinne. Warum vergesse ich immer GOG? Ohne Scheiß. Ich werde von GOG gesponsert und ich vergesse es jedes Mal. Kann mir das mal einer erzählen? Und ich liebe diesen Laden. Du zählst immer Geld von GOG bekommen. Ich denke, du sollst in Streik gehen. Du gehst schon unterbewusst in Streik, weil du offensichtlich nicht genug Geld von GOG bekommst. Nee, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Bahnstreik. Also du, nochmal, da ist Battle.net drinne, Bethesda, GOG, Origin, Steam, Uplay. Die hast du alle drinne. Und dann ist alles auf einen Haufen. Das ist doch super. Ja, der beste Launcher ist übrigens GOG, so jetzt habe ich gesagt. Kaufspiele bei GOG. GOG.dizzy.tv. Was? Galaxy heißt der übrigens. Was denn? Der Launcher. Ja. Von GOG. Mhm. Ja, so. Launcher. Thema für sich. Nun. Wenn ich was spielen will, dann ist mir das scheißegal, wo das ist. Ja. Bin ich ehrlich. Sehe ich genauso. Also, ich habe da kein Problem mit, wenn ich das Spiel auf dem PC spielen wollen würde, mir einen Launcher zu installieren. Ich habe es ja gemacht für Ashen. Keine Ahnung. Im Endeffekt, mir tut es nicht weh. Ich unterstütze damit den Entwickler, der damit eine Sache halt machen will. Keine Ahnung. Und im Zweifel hoffe ich dann auf bessere Produkte in der Zukunft. Und das, was halt Dizzy sagt, mit das Ding ist nicht so gut. Ja, guck mal zurück, wo Steam halt rausgekommen ist. Das ist halt auch durch halt Feedback gewachsen. Und Epic hat da eben auch schon kommuniziert, was sie halt alles eben machen wollen. Es dauert halt eben seine Zeit. Oh, das kann ich nicht mehr hören. Markus, jetzt mal wirklich. Du gehst doch nicht, wenn du einen fucking Lamborghini fährst, zurück zu einem scheiß Trabant. Und das bringst du doch auch nicht auf den Markt. Wenn der Markt fucking Lamborghini fährst, bringst du nicht einen scheiß Trabant raus. Das kannst du vielleicht in Berlin Friedrichshain machen, in der Hipsterallee. Da kannst du die Scheiße abziehen. Aber doch nicht hier. Das geht doch nicht. Und ja, da muss Arbeit drinne stecken, aber dann sollen sie doch erstmal offline irgendwo ein Jahr entwickeln. Wirklich jetzt. Stimmt dich das zufrieden? Also bist du wirklich so der Typ, der dann sagt, ja, mich stört das jetzt nicht. Also ich kann dir sagen, wie ich Steam nutze. Mhm. Ich kaufe ein Spiel,
Ich klicke auf Installieren. Ich starte das Spiel. Wenn ich fertig bin, deinstalliere ich das Ding von Steam. Dasselbe kann ich bei Epic machen. Ich habe mein Spiel gekauft, ich habe Ashen gespielt, ich habe es durchgespielt, ich habe es deinstalliert. Fertig. Ich hatte die gleiche Experience. Also ja, für mich macht es keinen Unterschied. Okay. Also für mich als hauptsächlicher Consolero ist es halt schon, ich habe nicht, und ich bin ja nicht auf vielen Konsolen, sondern ich habe mich auf eine fokussiert, weil ich gerne alles auf einem Pott habe, ne? Wenn ich aber letztendlich Zelda spielen will, dann weiß ich, dass ich nicht drum herum komme, mir halt eine Switch zu holen. Und wenn ich halt Metro spielen will auf dem PC, dann muss ich mir halt das jetzt installieren, dann muss man so in den sauren Apfel beißen. Aber im Grunde möchte ich eigentlich alles auf einem Haufen haben. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und wenn ich mir dann eine Switch hole, die vom Statuswert her so wie der Super NES ist, ne, dann, ne, im Vergleich so vom Launcher jetzt gerade, dann gucke ich da auch traurig. Ich kann das schon nachvollziehen. Also ich sehe das letztendlich gewinnt das Spiel und ich will das Spiel halt spielen, aber das Drumherum, ich hätte auch lieber alles auf einer Plattform und schick und fertig ausgefeilt und nicht was aussieht, als hat es irgendein Schüler schnell zusammengebastelt. Also vor 7, 8 Jahren habe ich Steam aufgemacht, wenn ich was Neues zocken wollte, und habe da erstmal gesucht, ob es nicht vielleicht irgendwas auf der Frontpage oder auf den Empfehlungen oder sonstiges gibt, was vielleicht interessant aussieht, was man sich mal angucken könnte. Und dann habe ich es mir gekauft und gespielt und fand es gut. Mittlerweile ist so viel Scheiße bei Steam drin, dass du, wenn du irgendwas finden möchtest an Spielen, dich durch so viel Mumpitz durchwühlen musst, dass es absolut für den Arsch ist, da irgendwas zu suchen. Und deswegen ist Steam sowieso ein Drecksloch geworden mittlerweile. Die nehmen einfach diese Kackspiele, die einfach täglich 200-fach rauskommen mit den Mistgabeln und kippen die da rein. Den ganzen Tag. Die nehmen mir die Spiele weg! So, und deswegen finde ich es schön, dass es einen neuen Launcher gibt, der noch gar nicht so viel hat, wo ich einfach mal gucken kann und sehe, oh, stimmt, hier, dieses neue Spiel von, wie hieß das nochmal? Hades von Supergiant Games, das bei Steam mittlerweile von 5 Tonnen Code einfach überschüttet ist und du es nie wieder finden würdest, obwohl es sowieso exklusiv ist. Wollte ich gerade sagen, ich habe gerade geguckt. Gut, weiter, okay. Aber selbst wenn es rausgekommen wäre auf Steam, wäre es mittlerweile schon zu Diamanten zerdrückt worden. Und im Epic Launcher ist es halt noch auf der Frontpage, weil sie einfach nicht so viel haben. Das ist schon wieder was Schönes. Auf der Frontpage. Ja. Die Frontpage ist auch alles, was sie im Angebot haben. Ja, genau. Entschuldigung. Oh. Von daher, also ein großer Kritikpunkt an Steam in den letzten 5 Jahren war, dass sie halt absolut überhaupt gar keine Qualitätschecks mehr durchgeführt haben, sondern wirklich jedes Piss-Spiel reingelassen haben. Und der Epic Launcher hat vielleicht noch zu wenig, aber wobei ich glaube noch nicht. Dazu sagen, darf ich hier ganz kurz ins Wort fallen? Ja. Es ist ja so, zahlst du Geld, kommst du rein. Das heißt, sie haben ja mehr oder minder eine Paywall davor geschoben und darum aus wirtschaftlicher Sicht ist es denen egal, was publiziert wird, weil das Geld fließt. Punkt. Ja. Und jetzt haben sie nämlich einen Konkurrenten, der immer mehr Spiele reinbekommen wird, die aber vielleicht nicht zu 99% irgendwelche, wie heißen die nochmal, Visual Novels sind. Mit irgendwelchen Katzenmenschen, Katzenfrauen. Miau. Die beste Dusche? Noch schlimmer. Das wird bei Epic übrigens auch passieren. Ja, aber jetzt gerade ist es noch nicht so und deswegen finde ich es ganz erfrischend. Ja. Wenn ich dann 1000 Spieler habe und das alles verteilt auf 5 Launcher, dann freue ich mich. Sehr. Als Endnutzer. Ich werde trotzdem immer noch den Entwickler lieben, der sagt, jo, dann gibt's heute nächstes Jahr kein Spiel, dann fick dich doch. Finde ich gut. Finde ich großartig. Ey, ich hätte vorne gestanden, ich hätte applaudiert, Mann. Auch wenn der Move richtig kacke ist in dem Moment,
Aber der, Mods, was ist mit euch? Pennt ihr im Schrank oder was? Danke, Mods, habt ihr gut gemacht. Der Move von dem Typen von Diablo, der gesagt hat, habt ihr keine Handys, das ist genau so ein Ding. Es ist eigentlich großartig, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, habt ihr keine Handys? Weil es halt die Wahrheit ist. Ist trotzdem scheiße, aber es ist die Wahrheit. Habt ihr keine Handys, dann könnt ihr so spielen. Muss man halt mal feiern. So, Hades. Hast du Hades schon gespielt? Nein. Ich will Hades unbedingt spielen. Ja, ich auch noch. Oh, das ist so das Problem, wisst ihr? Ich stelle das jetzt gerade fest. Du gehst halt auch nicht in jeden Lounge, dann guckst du es dir an. Deswegen ist bei mir zum Beispiel, wenn ich weiß, so, ich will ein Indie-Game spielen, dann mache ich immer GOG auf. Und wenn das bei GOG nicht da ist, dann gucke ich bei Nintendo. Und wenn es da nicht da ist, ja, dann scheiße nach mir die Sinnflut. Und jetzt zum Beispiel mit dem Epic Launcher passiert halt das auch, dass sie unglaublich unfassbar gute Indie-Spiele kaufen. Oder aufnehmen oder was auch immer sie da tun. Es wird problematisch gerade. Ich hasse es. I hate it als Endnutzer. I hate it. Ich könnte weinen. Aber lasst uns über... Ja. Lasst uns weiterhüpfen. Jo. Anthem. Das kommt ja auch noch diesen Monat. Das ist ja der 22. Hat das irgendwer angezockt? Markus, du? Ja. Ich wollte es erst nicht spielen, weil ich es eigentlich zu Release spielen wollte, habe jetzt aber am Wochenende doch die Beta halt gespielt. Oder das Demo auf der PS4. Mir hat's gefallen. Im Großen und Ganzen will ich beschreiben als Mass Effect Andromeda meets Destiny. Also es hat mich sehr, sehr stark eben an das Mass Effect Andromeda Gameplay erinnert, gerade wie die Tastenbelegung ist halt mit Nahkampfangriff, mit Runchargen. Was halt eben ein bisschen ausgeführter ist, ist, dass du eben länger schweben und fliegen kannst. Und das Ganze halt in Destiny-Gewand halt mehr oder minder. Du hast halt zwei, drei Open-Roaming-Areas, wo du halt eben quasi Free-Roam machen kannst. Du hast halt deine Story-Mission und du hast dann so eine Art Festung, das nochmal ein bisschen größere oder schwierige Story-Missionen halt sind. Und kannst du eben deinen Anzug, den Javelin, ausrüsten, beziehungsweise es gibt halt eben verschiedene, wie halt eben Klassen in Destiny, gibt es glaube ich 4 Javelins. Zwei waren halt in der Beta halt spielbar und die kannst du halt eben so ein bisschen ausstatten mit was du halt für, nein, besser gesagt, falsch. Du kannst den Javelin, glaube ich, nicht ausstatten, sondern nur ändern durch Cosmetics. Das sind halt die Klamotten, die halt Geld kosten oder Münzen, die kannst du halt erspielen. Wohl wahrscheinlich aber auch kaufen, da habe ich nicht reingeschaut, weil es mich nicht interessiert. Ansonsten, du kannst deinen Loadout halt bearbeiten mit Waffen halt, übliche, ne, Sturmgewehr, Maschinengewehr, Schrotflinte, Scharfschützengewehr. Granaten kannst du ausstatten, du kannst in deine Ultis ändern, kannst ein bisschen Rüstungsteile, also quasi Perks reintun, ob du mehr Rüstung haben willst, mehr Nahkampfschaden machen willst, also ein bisschen den Spielstil anpassen. Und ansonsten halt, wie es sich spielt, ist halt eben ein Action-Looter-Shooter. Punkt. Im Guten und im Schlechten. Also ich glaube, wer Destiny und Mass Effect Andromeda mag, wird sich abgeholt fühlen. Wer mit beiden nichts anfangen konnte, wird schwierig werden. Also mir hat's gefallen. Das Einzige, was mich wirklich genervt hat, war in der City, wo halt, also dieser quasi der zentrale Hub, wo du halt eben die Missionen annimmst und die Story erlebst, du hast dich halt in wahnsinnig langsamer Geschwindigkeit bewegt. Du bist so... Habe ich auf Twitter gehört, soll wohl in der Release-Version gepatcht werden, dass du darin sprinten kannst. Ist auch bitter nötig, weil es wirkt im Moment halt wie, wir wollen mal das Spiel entschleunigen, damit du die Demo nicht zu schnell durchspielst. Aber das hat mich halt getriggert. Der Rest war in Ordnung. Also tatsächlich hatte ein Server-Disconnect. Ansonsten jedes Mal verbinden mit Leuten zusammenspielen, hat alles soweit funktioniert. Also da kann ich nicht sagen, dass es servertechnisch eine Katastrophe oder so war oder Lex und Ruckler waren. Also auf der PS4 natürlich auch wieder. Das ist halt so mega geil, ne? 99 Leute haben total in die Scheiße gegriffen, nur Loading-Screens und Markus, also ich hatte einen Disconnect, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, so. Und dann die Experience of his life, weißt du, und alle so, scheiße, ich kann die Kacke nicht spielen, ey! Ja, natürlich, das ist halt wieder ein Online-Game, es steht und fällt damit, wie deine Experience in dem Moment mit den Servern ist. Ich habe es gespielt Freitagnacht und Samstagnacht. Ja, gut, okay, dann warst du wahrscheinlich nicht im Ansturm drin, so. Ja, eben. Vielleicht, also von daher, da war halt keine Warteschlange. Ich konnte connecten, ich konnte spielen, die Missionen sind gestartet, die Mitspieler sind reingeladen, wir haben die Mission beendet, wir hatten einen Disconnect halt. Es war okay.
Also ich habe im Stream gesehen, da wurde, glaube ich, 2-3 Stunden wurde versucht, da zu spielen. Man hat eine halbe Mission spielen können oder eine Mission und das war's dann wieder. Dann ist der eine reingekommen, der andere ist nicht reingekommen. Dann war alles offline, dann ging gar nichts mehr. Auch von anderen Spielen ging nichts mehr. Es war, ja. Aber wer hätte denn bloß gedacht, dass da so viele versuchen, dieses neue Spiel zu spielen? Es ist halt es ist immer dasselbe, ne? Das war ein bisschen witzig. Ich versuche da immer noch hinterzusteigen. Warum? Also es ist ja auch nicht nur EA, das ist ja fast bei allen so. Also wirklich bei, wenn man mal drüber nachdenkt, ob kleine Bude, große Bude. Ich habe keine Ahnung. Da muss, glaube ich, sagen wir jetzt einfach mal, der Marketing-Dude plant das und gibt auf seinem Taschenrechner einen Root-Server für 1 Million Leute. Wir schätzen eine ungefähre Spielerzahl von 20.000. Oh. Chef, wir brauchen nur 150 Euro bezahlen und dann können wir die Beta schon launchen. Ist kein Problem, sollte alles laufen. So viel kommen ja nicht, ne? Nee. Wie viel haben sich angemeldet? 1,5 Millionen Leute für die Beta? Ja. Nee, das reicht locker. Ein Root-Server, ja. Wir nehmen einen starken. Ja, wir sind richtig gut hier mit einem Xeon drin. Ja, das ist gut. Ich glaube, so planen die das. Anders kann ich mir das immer gar nicht vorstellen. Ich fand, also das, was ich gesehen, ich habe es ja selbst nicht gespielt, aber das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht wie eine, also es hat sich für mich mehr angefühlt wie eine Beta. Also es ist... Es war ja auch eine Beta. Es war eine Demo. Ach, das soll die Demo sein? Ja, offiziell heißt es, glaube ich, im PlayStation Store Demo, richtig? Nein, also auch so, die haben gesagt, das ist eine Demo. Nicht, also es war Alpha-Beta-mäßig, was ich gesehen habe. Ich so, Demo? Oh. Ja, das ist aber sportlich, ne? Also, am 22. Kommt das, ne? Es ist eine Demo. Mhm. Und das fand ich dann schon so... Manche Reviewer durften auch schon Endgame-Content spielen und haben berichtet. Genauso wie, es ist exklusiv. Ja, es ist so exklusiv, dass jeder, der es vorbestellt hat, einfach einen Zugangscode bekommt. So exklusiv war das. Also, nein, es ist eine Demo. Es ist keine Beta und keine Alpha. Ich bin jetzt gerade, ne? Ich habe letztens den Screenshot gesehen. Diesen wunderbaren, wann wer spielen darf. Was? Es gibt schon wieder 5 unterschiedliche Daten, wann man spielen darf. Nee, da bin ich schon wieder raus. Das finde ich so unmöglich, dass sich das jetzt immer mehr durchsetzt. Und ich habe jetzt schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, also bei Beta hätte ich ja gesagt, da wäre ich so der Typ gewesen, der so gesagt hätte, naja, kann ja mal passieren, ist ja nicht so schlimm, ist EA, kennt man schon. Aber wenn das eine Demo sein soll, soll's. Ja, dann mache ich mir ganz kurz mal Sorgen. Also die verschiedenen Releases habe ich jetzt richtig verstanden, dass das verschiedene Preispakete sind. Umso mehr du bezahlst, umso früher kannst du spielen. Nee, nein. Jetzt ist ja, Origin ist ja so cool drauf und sagt sich so, ey, wenn du Hartgeld bezahlst, kriegst du das Spiel als allerletzte. Also du hast halt die normale Version, Digital Deluxe, Origin Premium und dann Origin Premiere Scheiß irgendwas Abfuckkacke. Wo du im Monat halt Geld bezahlst. So. Und du kriegst als allerletzte, wenn du Hartgeld bezahlst, das Spiel. Als allerletzte. Wo ich schon davor sitze und sage, wenn ich mir nur das durch den Kopf gehen lasse, weißt du was, EA, dann fick dich doch. Fick dich ins Knie. Du kriegst halt kein Geld von mir. Fick dich einfach. Ich mach kein Scheiß-Abo für ein Jahr. Ich will das Spiel kaufen. Hier, nimm den. Fick dich. Das ist richtiger Abfuck. Ich kann das ja verstehen, wenn du sagst, ich kaufe mir eine Premium oder diese Digital Deluxe-Version und du darfst dann als erster spielen und dann, wenn du Hartgeld bezahlt hast und dann die Abos. Aber nö, Abos. Abos dürfen wir als erstes. Na klar. Warum denn auch nicht? Das ist nochmal eine extremere Form von Game as a Service. Sie fangen jetzt quasi schon an, das Abo vorweg zu verkaufen für Game as a Service, was eigentlich ziemlich geil ist. Also hatten wir, glaube ich, ist nochmal was Neues, weil, wie gesagt, ja, sie wollen jetzt halt quasi die Abonnementen halt belohnen. Nicht mehr die das Spiel kaufen. Das ist echt komplett neu. Warum gebe ich dir Geld? Warum?
Wozu gebe ich dir mein Hartgeld? Niemand, kein Mensch geht da hin und kauft das für Hartgeld. Außer ihr auf der Konsole. Obwohl, ihr könnt ja auf der Konsole auch diese Premium-Access-Scheiße machen. Xbox, glaube ich nur, ne? Nee. Xbox, Sony hat's nicht. Ah, okay, Entschuldigung, dann auf der Xbox. So eine Krawatte. Schon gar keinen Bock auf das Spiel. Habe ich jetzt schon überhaupt gar keine Lust mehr. Das ist schon das Hindernis daran, zu sagen, ist mir scheißegal, wie gut das funktioniert. Ist eh von EA, wird eh kacke bei Release. Weiß jeder Mensch. Eine Woche lang totaler Code. Aber trotzdem. Und dann sitzt du wieder da als Streamer. Oh, mache ich jetzt doch nochmal so ein Abo für 120 Euro. Das wird sich ja super lohnen, Alter, für mich. Und dann denkst du so, nee, ich will es kaufen. Oh nee, doch nicht. Darf ja nicht spielen. Ja, dann nicht. Und das ist nach einer Woche ist das wieder vorbei. Bis du das spielen darfst, ist es schon wieder vorbei. Dann hast du schon wieder kein Pimmel mehr Bock auf das Spiel. Ist so. Entschuldigung. Nun. Ja, dazu haben sie auch jetzt bekannt gegeben, wie der Endgame-Content ist, ne? Leute, Entschuldigung, aber mit Freunden macht das garantiert super viel Spaß. Mit Freunden macht das auch viel mehr Spaß, Origin Premier zu kaufen. Kaufen Sie noch heute im Viererpack Origin Premier. Spielen Sie noch viel früher Anthem. Weil Ihr Hargeld, Hartgeld interessiert uns nicht. Schließen Sie ein Abo ab. Von wie viel früher reden wir eigentlich? Ich weiß, eine Woche, glaube ich. Eine Woche wieder bestimmt oder so? Warte mal, ich guck mal eben. 15. An dem heiligen Tag, der dem 15. geht, kommt, glaube ich, die Early Access Version 15. raus. 15. versus 22. Ja. Ah, ja, und hier. Sie haben jetzt bekannt gegeben, was das Endgame ist, was zum Release des Spiels da ist. Drei Strikes, die man so aus Destiny erkennt von der Länge. Oder von wiederholbare Missionen, also quasi die Story, die man gespielt hat, auf höheren Schwierigkeitsstufen. Keine Raids, die man aus Destiny kennt. Und damit wurde halt ungefähr ein Spielinhalt von um die 50 Stunden taxiert. Ja, inklusive wiederholbare Missionen. Da muss aber schnell ein Patch kommen, ne? Lass ich aus. Das ist übrigens das neue Lootboxen. Punkt. Mal gucken, wie lange das dauert. Oder wann das übernommen wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, Anthem wird ein Kackspiel. Fertig. Also für mich zumindest. Bin ich schon fertig mit. Habe ich nicht mal gespielt. Egal, was ich davon gesehen habe, ich habe bei vielen reingeguckt, es sah jetzt nicht so interessant aus, muss ich sagen. Das Fliegen als Iron Man ist halt das einzig Coole daran, aber die Story wirkt irgendwie komisch. Die haben alle komische Mikrofone, die nicht funktionieren, obwohl sie da alle in 1 Milliarde Euro-Anzügen stecken. Sprechen die alle, als würden sie gerade noch mit dem Dosentelefon miteinander quatschen. Und sonst, ja, Fliegen sieht spaßig aus, aber irgendwie fliegen die da alle immer durch die gleiche Gegend. Gut, es war natürlich nur eine Demo. Kann sein, dass da noch mehr reinkommt, aber wenn es nur 3 Gebiete sind, die Gebiete werden wahrscheinlich stilistisch mehr oder weniger aneinander angepasst sein. Also 3 verschiedene Mal, ne? Das wirkt jetzt nicht so, als wäre die Story so mordsmäßig sehenswert. Ja, es ist halt EAs Versuch, ein weiteres Game as Service in einem anderen Genre zu etablieren, wo halt mittlerweile halt Destiny halt Fuß gefasst hat. Und im Endeffekt haben sie halt die Macher genommen, die halt sowieso schon im Science-Fiction mit ein bisschen Shooter angesiedelt sind, BioWare, und haben gesagt, ja, machen wir ein Online-Spiel raus. Ja. Weil, ich meine, es scheint ja anscheinend lukrativ zu sein, Game as Service anzubieten. Ich meine, nicht umsonst hat es Bethesda mit Fallout 76 auch probiert und ist wirklich gescheitert. Aber ja, es, wie gesagt, Destiny ist ja vielleicht dann eben, was finanziell gesehen eines der nennenswertesten im Moment halt ist. Ja. Ja, abwarten. Vielleicht knallt es ja doch rein und alle spielen es länger als 2 Wochen. Ja, oder gar nicht. Oder gar nicht. Also Battlefield 5 hat sich auch schon nicht so gut verkauft.
Das ist, EA ist gerade so richtig auf dem Kurs nach unten. Also aktientechnisch läuft das auch nicht so gut. Das widerspiegelt das ja gerade so ein bisschen. Mal gucken. Naja, was ich leider befürchte, wenn jetzt Anthem von BioWare nach Mass Effect Andromeda auch noch nicht gut wird, irgendwann sagt EA auch BioWare, nee, Decker, tschüss, weil da kommt ja nichts mehr. Und das wäre halt sehr schlecht für besagtes Mass Effect, was sowieso jetzt erstmal auf Eis gelegt ist, aber auch auf Dragon Age. Also, ja, nicht so gut. Und wie schnell es geht, hat man ja eben an Visceral und andere Klamotten mittlerweile gesehen, dass EA da nicht lange fackelt. Also jetzt mal von EA zu einem anderen Sportspiel, ja. Es kommt Trials Rising raus diesen Monat. Das wird ja mega geil. Hoffentlich. Dali, ist nicht so schlimm. Ist nicht dein Ding. Nein. Nein. Beschäftige mich mal mit der Wasserflasche. Und ich krieg den, das sind so Spiele, die machen, ich habe ja bei vielen Sachen eine Engelsgeduld, ne? Mhm. Aber da, das ist schon nach dem vierten Versuch, macht diese Augenbraue schon so. Da kann ich, da kommt Wut in mir auf. Das kann ich nicht. Das ist eine Art von Spiel oder diese Mechanik, das drehe ich durch. Dann laufe ich lieber 5 Stunden lang zum selben Boss und versuche, den Platz zu machen in irgendeinem Souls-like-Game, als diese Trial-Fusion-Dinger. Aber zugucken macht Spaß. Die B-Taste ist die wichtigste Taste. Ich spiele auf der oder PlayStation. Kreis, okay. Zurücksetzen-Taste. Ich freue mich. Ich auch. Ich freue mich wirklich. Ich auch sehr. Ich muss schon eine Playlist parat legen. Für den Stream. Ich hoffe, dass sie da. Hatte das viel nicht gute Musik? Bitte? Hat er das nicht gute Musik? Ne? Nö. Ah, okay. Ich hoffe, dass sie ein bisschen aus Trials Fusion und dem, was sie danach gemacht haben, noch gelernt haben und wieder ein bisschen zurück zu den alten Werten von Trials Evolution zurückgehen. Und einfach nur ein gutes Platforming-Motorradspiel rausbringen, das wirklich viel Tiefgang hat nach hinten raus. Tiefgang? Ja, Tiefgang halt, dass sie wirklich schwierige Strecken auch mit reinbringen. Ach so, ja, es ist ein Parcours, den man absolvieren muss. Ja, genau. Und nicht nur halt so. Ich hatte immer das Gefühl, Trials Fusion hatte dann, wenn du es nochmal spielen möchtest, nicht so den Wiederspielwert. Im Gegensatz zu Evolution halt, wo du wirklich viele, viele Strecken hattest und dann hinterher auch die späteren Packs halt wirklich voll waren mit schwierigen Strecken. In Fusion war es eher so, da haben sie halt 3 DLCs, glaube ich, waren es, rausgebracht. Und jedes DLC hatte halt eine leichte, eine mittelschwere, eine etwas schwierigere und dann 2 wirklich schwierige Strecken. Ja. Und das war, fand ich, zu wenig. So. Da hatten sie locker einfach 10, 20 schwierige Strecken pro DLC raushauen können. Du bist halt einfach zu gut gewesen. Oder so. Was wolltest du sagen, Sleth? Ich bin da raus, also ist nicht mein Spiel. Von daher, fahrt Moped, macht Geschicklichkeit. Ist meins. Deins ist ja Far Cry, oder? New Dawn? Nach dem letzten Teil, wenn der neue genauso gut wird wie der 5er, gerne. Also ich bin gespannt. Also ich habe mich wirklich extrem gut mit dem 5er unterhalten gefühlt. Der Sound war extrem geil, also der Soundtrack und die Soundabmischung und Kulisse. Ich bin gespannt, was sie nach so kurzer Zeit jetzt eben aus diesem Spin-off halt rausholen. Von daher spricht mich mehr an, auch wenn es das ähnliche Setting ist wie Rage 2. Ich Far Cry halt Rage deutlich lieber vor. Von daher ist mehr oder minder das, worauf ich eben, was wir ja auch im Video halt eben, Teaser-Video hatten, mehr oder minder mein Highlight des kommenden Monats, also am 15. dementsprechend
eher Far Cry erstmal, Metro dann, wenn Platz ist, aber Far Cry definitiv erstmal reinschauen. Entschuldigung, ich krieg grad Schnapp. Was hast du gerade gesagt? Ich krieg gerade Schnappatmung. Hast du gerade Far Cry 4 Metro gesetzt? Okay. Muss ich akzeptieren. Deine Entschuldigung ist angenommen. Und Markus, ich verzeih dir. Markus, ich verzeih dir. Es ist okay. Deine Entschuldigung nehme ich an. Es ist okay. Wow. Ja. Das ist eine krasse Entscheidung. Warum? Wow. Weil das eine nicht so mein Liebling ist und das andere mega ist. Ja, richtig. Deswegen ist ja auch Far Cry vom Metro. Na, er mag Far Cry nicht. Jetzt mal ehrlich, ne? Ich will gar nicht über Far Cry ranten, weil das ist ja jeder, das, so weit bin ich schon, jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Aber wie kannst du denn so ein Mega-Ding und dann Far Cry, das Türme kletternde, wow. Wow, hast Markus. Hast du Far Cry 5 gespielt? Hä, na sicher. Eine Wo Stunde. Türme klettern? Ja, come on. Es war genau dieselbe Scheiße wie in Far Cry 4, bloß ohne Türme. Es war genau derselbe Bums, ey. Oh! Weil tatsächlich Far Cry 3 und 4 fand ich auch nicht gut. Far Cry 5 war halt gut. Das ist das, was ich gesagt habe, dass Ubisoft halt in den letzten Spielen eine Entwicklung durchgemacht hat zum wesentlich besseren Games. Egal, ob jetzt Assassin's Creed Odyssey oder Far Cry 5 oder Watch Dogs 2. Und ich bin gespannt, ob sie diese Entwicklung halt beibehalten. Natürlich kann es auch sein, dass sie mich enttäuschen und sagen, ist halt wie Far Cry 3 und 4, die ich nicht so toll fand. Aber die Entwicklung fand ich halt cool. Und dementsprechend würde ich mir das halt eben gerne angucken und hoffe auf das Beste. Ich akzeptiere deine Entschuldigung. Es ist okay. Pass auf. Das Ding ist, wenn ich jetzt anfange, dann haben wir eine halbe Stunde einen Rant und deswegen sage ich, ich akzeptiere deine Entschuldigung, mach da einen Gag draus und sag, yo. Ich mag lieber, dann können wir uns den nächsten Plankenstein können wir uns darüber unterhalten, was schön war an Far Cry, weil du es intensiv spielst und ich an Metro. Und dann sind wir uns einig. Weil, ohne Scheiß, ich will jetzt nicht ranten. Weil du brichst mir gerade mein kleines Elefantenherz. Moment, das können wir dann ja nächste Woche auflösen. Also, oder nächsten Monat. Jetzt. Wenn ich, während Sexual Healing von Marvin Gaye läuft, Bullen die Hoden abschneiden kann, könnte Metro vielleicht besser werden. Ist dieser Fakt nicht gegeben, gewinnt Far Cry. Ey, du nimmst dir halt einfach eine Cutscene. Nein, das war das Gameplay. Oder, war keine Cutscene. Oder so ein Gameplay-Moment, ja. Und da gehst du aus diesem Gameplay-Moment raus und dann kommt eine generische Handlung nach der anderen, die es schon seit Far Cry 3 gibt, und vergleichst das mit Metro, eine fortlaufende Story von einem postapokalyptischen Szenario, wo du 11 Stunden lang immer wieder was anderes erlebst. Markus, du enttäuscht mich. Und das bricht mir mein kleines Elefantenherz. Aber du kannst super gerne diese unglaublich tollen Entwicklungen von Ubisoft mitmachen und diese unglaublich tollen generischen Ereignisse, die es wahrscheinlich auch in Far Cry 12 noch geben wird, und sie genießen. Denn ich akzeptiere deine Entschuldigung. Danke. Das, was jetzt kommt von Far Cry, ist doch eigentlich ein Multiplayer, oder? Nee. Okay, haben wir alle am Anfang gedacht, weil es mehr oder minder so ein bisschen den Anschein erweckt hat, dass es auch in die Richtung von Fallout 76 geht, aber nee, hat nichts damit zu tun. Moment, ist es gar kein Multiplayer? Du kannst es wahrscheinlich so spielen wie die anderen Far Crys auch, also musst du aber nicht. Nö, ist halt ein Singleplayer-Game. Oh, ich hab gedacht, dass wir... Nein. Du kannst es dann auch spielen. Nö. Ich mag das... Nein, Moment, nee. Stopp. Also ich fand Far Cry 3 ist für mich der beste Teil. Den fand ich super. Super Bösewicht, besser super als Metro. Insel. Ich vergleiche die nicht miteinander. Metro ist für mich ein Deckungsshooter mit Schlauch... Leveln mit ganz eigener Story und das andere ist ein Open World. So. Ja, ich vergleiche die halt nicht. Heul leiser. Nein, ist doch okay. So. Wegen Schleich- und Deckungsshooter, Mann. Das ist Metro. Nee, du kannst Metro auch durchspielen, glaube ich, ohne. Warte mal, war das ohne jemanden zu töten?
Außer die Monster, die musst du töten. Aber an Menschen, also das kannst du, da gibt es sogar ein Achievement für, weiß ich noch. Beim zweiten Teil war das so. Also das kannst du machen. Und Far Cry ist halt Open World, Sammelzeug, mach dein, mich hat halt das Fünfer vom Setting her null. Es tönt mich null an. Und dann schreiben sie bei mir im Chat immer, du kannst aber angeln. Und ich sage ja immer, jedes Spiel, das man angeln kann, ist ein gutes Spiel, ne? Weil ich angeln liebe. Aber ich kann mich so mit der USA, so wie das da ist, fällt mir schwer, Bock drauf zu haben. Das Setting war so geil. Das Setting war so mega in Far Cry 5. Das war so unglaublich gut. Aber es war Far Cry. Egal, komm. Entschuldigung, ich will gar nicht anfangen. Nee, ist okay. Ich muss auch akzeptieren, dass Leute diese Spiele spielen. Und sie werden wirklich besser. Also ohne Scheiß, auch das muss ich wirklich zugeben, sie werden wirklich besser. Also Ubisoft hat scheinbar irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwas gelernt. So. Natürlich werden sie jetzt von jetzt auf gleich nicht das System komplett umstoßen können, aber sie werden besser. Und das muss man ihnen lassen. Trotz alledem. Ich muss zugeben, dass ich halt bis gerade eben gedacht habe, dass das Far Cry, was jetzt erscheint, und das ist sehr, sehr kurzer Intervall dazwischen, dass das eben Multiplayer wie eben von Fallout ist. Nee, es ist im Endeffekt wie... ich weiß nicht, war Primal, als es rausgekommen ist, ein Vollpreisspiel, weil es kostet ja auch wieder keinen Vollpreis. Findet ja mehr oder minder auf der Map von 5 statt, mit halt eben 9 Stories. 4, meinst du? Was? Von 4. 4, die Map von 4. Von 5. Es spielt ja im gleichen Land, immer noch in Hope Country. Nein, ach so. Ich dachte, du meinst gerade von Primal die Karte. Ach so, ja, genau. Das, ja. Weil das also jetzt daher, heißt doch New Dawn. Ist ja in dem Sinne nur eine Fortsetzung der Story, die ja ein wenig offen am Ende von 5 war. Ah, okay. Die spielt ja eben danach irgendwie 20, 25, 30 Jahre, was weiß ich wie lange. Also quasi ein DLC? Könnte man Standalone Add-on, whatever, ja, sowas in der Richtung. Ah, okay. Man könnte es auch einfach Far Cry Primal New Dawn nennen, weil in Maps kopieren können sie sich sehr gut aus. Entschuldigung, der musste noch rein jetzt. Jetzt muss ich aber los. Mhm. Hey, aber es kommt trotzdem noch gute Spiele raus. Ist Astroneer, kommt aus dem Early Access raus, oder Slabby? Mhm. Und zwar in 3 Tagen, am 6.2. Da freue ich mich drauf. Astroneer, für alle, die es nicht verstanden haben, kommt in die 1.0-Version endlich. Und da freue ich mich ja schon seit Ewigkeiten drauf. Ich habe es einmal damals, als es ganz, ganz frisch war im Early Access, gespielt, bis soweit es ging damals. War ja noch nicht viel. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel sie mittlerweile reingebracht haben. Und das sieht nach viel aus. Also ich werde es auf jeden Fall spielen, diese Woche irgendwann. Das war das, wo man so Schlauch-Energie-Sachen lang, ne, wenn man in eine Höhle rein wollte und so. Oh, das war hübsch zum Anschauen. Das hat mir Spaß gemacht zum Zusehen. Ja. Selber habe ich das nicht. Ist das für eine Konsole auch geplant oder ist das nur für einen PC? Gute Frage. Wartet, ich finde das mal raus, reden wir euch weiter. Willst du spielen, Slav? Das habe ich bei vielen gesehen. S-Junior. Ob du das auch spielen willst? Ich hatte schon im Early Access irgendwann gespielt. Mhm. Die Frage ist, ich weiß nicht, was ich noch alles dann jetzt spielen soll. Das wird ein bisschen viel, weil es sind neue Spiele in den Early Access gekommen. Subnautica, Pray for the Gods. Und die alten kommen langsam aus dem Early Access raus, plus die neu erscheinenden Spiele, die eh kommen. Keine Ahnung, irgendwann werde ich sicherlich nochmal reingucken, aber ist jetzt erstmal nicht auf der Prio oben irgendwo. Xbox geht. Ja. Xbox, genau. Ja. Eine Playstation. Ja, ich hatte es auf dem PC damals gespielt, richtig. Ey, das ist halt mega geil, was alles so auf der Liste ist. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr wird unglaublich sexuell. Jetzt mal ohne Scheiß, weil die Liste von To-Do, also wo man richtig Bock drauf hat, ist echt lang. Weißt du schon, ihr gehört auch dazu. Also das hat, ich habe das ganz früher im Dings gespielt. Also ganz, 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 ganz früh, als das extrem geleckt hat. Mhm. Und dann jetzt vor einem halben Jahr oder so. Und da lief es sehr, sehr gut. Hm.
Ja, doch. Ashtrinity hat Spaß gemacht. Da freue ich mich auch drauf. Wusste ich gar nicht, dass das rauskommt. Da freue ich mich schon lange drauf. Und gerüchteweise, das ist jetzt kein Spiel, auf das ich mich freue, aber es könnte eventuell den einen oder anderen interessieren oder zu einer Lachnummer werden vielleicht auch. Morgen soll gerüchteweise ein Spiel rauskommen von den Titanfall-Machern. Ein Battle-Royale-Spiel auf der Ebene von, oder auf der Engine, auf der auch Titanfall und Titanfall 2 lief. Also Titan Royale. Quasi Titan Royale, nur ohne Titans, aber eben mit Klassen. Also ein klassenbasiertes Battle Royale. Bis zu 60 Spieler auf einer Map wohl. Und es soll Free-to-Play werden. Und wenn die ganzen Gerüchte stimmen, wird es heute Nacht eben beim Super Bowl angekündigt und morgen schon spielbar sein. Also Titan... Sind die Titans zufällig im Super Bowl? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder? Nee. Es heißt Apex Legends, soll das heißen. Ah. Von Respawn. Apex Legends? Ich meine, ganz ehrlich, Titanfall war großartig. Also da haben sie wirklich reingeknallt. Aber leider sind sie. Ach, heute ist der, ne? Ein Jahr zu spät. Ja, heute ist Super Bowl, ja. Von heute auf morgen. 12:30. Ja, mal gucken. Ja. Wird er irgendwo übertragen? Also im Internet am besten? The Zone. Der Zone, da wo du auch die Freitagsspiele der Bundesliga guckst. Ja, guck ich nicht. Freitagsspiele? Ja. Freitagsspiele, Montagsspiele waren auf dem Eurosport-Player, ne? Dessen. Für Umme oder kostet was? Nein. Das ist so wie Netflix halt für 10 Euro im Monat. Und ran.de höre ich oder sehe ich? Ja, wahrscheinlich auch ran.de, genau. Ja gut, dann ran.de, weil ich habe den Service nicht abonniert. Ich sag mal, was? Genau, und man sagt, manche Influencer durften es im Geheimen schon eben spielen. Also Shroud und Dr. Disrespect wohl unter anderem. Und man hört wohl Gutes daraus. Also es ist halt so Hero, bisschen Hero-basierend. Du hast verschiedene Klassen. Jede Klasse hat ihre Ultis und so weiter. Und 60 Leute auf der Map. Und im Battle-Royale-Modus eben. Und Free-to-Play. Also mal abwarten, ob das wirklich... Also wenn ich jetzt gerade mal so ein bisschen google, da sind ja vor einem Tag schon etliche Videos jetzt mittlerweile innerhalb der letzten 24 Stunden veröffentlicht worden. Okay. Ja. Ich glaube, aber Gameplay hat man noch nicht gesehen. Dann wird ja morgen sehr interessant. Angeklickt, aber... Keine Ahnung. Aber es, wie gesagt, ist nur Gerücht. Momentan noch. Mehr werden wir morgen früh wissen, wenn wir aufstehen oder eben schlafen gehen nach dem Super Bowl. Ich würde ihn gerne gucken, aber ich muss morgen früh arbeiten. Ich habe das ein einziges Mal ich das gemacht, ne? Ich habe ein einziges Mal Super Bowl geguckt. Und dann hatte ich in 10 Minuten 4-mal Werbung. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Tschüss. Muss los. Nee. Ich gucke den gerne. Ich kenne die Regeln nicht so. Stefan kennt die Regeln und er hat es mir mal erklärt. Und das, was ich verstanden habe, war für mich so, was? Darum geht das so lange? Okay. Dann mehr Strategie. Also es ist definitiv interessanter geworden, als dann irgendwann die Brüste in den Pausen rausgefallen sind. Also seitdem gucke ich das dann. Wie, die sind rausgefallen? Meinst du das von Janet Jackson, wo der da rangezogen hat an dem Ding? Also ja. Die halbtote Brust, die musste ich mir jetzt auch nicht angucken. Wow. Da gucke ich mir DAF-Werbung an, also ich habe eine straffere. Bam! Ich glaube... Zeig ich noch die, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Weil ich gucke halt kein Fernsehen mehr. Ich habe halt noch nicht mal mehr einen Fernseher. Also von daher, die Leute, die sagen, ProSieben mehr, ich kann ihn nicht gucken, habe kein Fernsehen. Und dementsprechend auch kein Fernseher empfangen. Ja, man muss in 4 Versuchen 10 Yards schaffen. Aber in den 4 Versuchen kommt auch 10 Yards Werbung. Und danach ist die andere Seite dran und dann geht es wieder in die andere Richtung. Und ohne ist Scheiß, so. Ne?
Leute installieren sich einen verfickten AD-Block, aber ziehen sich einen Super Bowl rein jedes Jahr und zelebrieren das. Aber Moment, das sind ja Werbungen, die wirklich dafür gemacht werden. Und da gibt es Werbungen, die legendär sind. Ich glaube, momentan ist es bei zwischen 3 und 4 Millionen kosten 30 Sekunden Werbefläche. 30 Sekunden, das muss man sich mal vorstellen. Die Leute sind da und warten schon auf die neuen Spots, die da gezeigt werden. Das finde ich ja sogar lustig, aber die sehen wir ja als Deutscher nicht, weil wir ja die deutsche Werbung sehen. Nee, wir sehen die nicht. Richtig, und deswegen ist das totaler Schund. Aber ich glaube, auf The Zone sieht man tatsächlich die Originalübertragung mit allem drum und dran. Das weiß ich nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Die zeigen auf jeden Fall die Übertragung aus den USA. Ob sie jetzt die Werbung überspielen mit irgendwas Eigenem oder auch gezeigt wird, das weiß ich nicht genau. Ja, bin ich raus. Also der Sport ist super interessant. Ich gucke mir auch gerne so Filme von Football an und ich würde es mir auch gerne reinziehen. Das ist wie NHL, nur in Amerika ist einfach alles so zugetackert mit Werbung. Also wirklich, ich war ja auch schon dort. Und es ist einfach, Deutschland ist da wirklich ein Scheißer gegen deutsches Fernsehen. Das ist so viel Werbung. Alter Verwalter, da geht es eigentlich, im Grunde genommen ist es nur noch Werbung und das Programm ist eigentlich wie früher die Werbung. Und das ist für mich dann, also selbst wenn sie cool ist, ne, es gibt ja auch von Terry, wie ist sein Nachname? Terry Crews mit seiner Werbung und so, die sind halt auch mega geil, ne, da sag ich auch nichts. Aber selbst gute Werbung hat irgendwann seine Grenzen so. Und wenn du machst 2 Yards Werbung, 2 Yards Werbung, 2 Yards Werbung. Du kommst gar nicht in dieses Feeling für das Spiel irgendwie. Und ich, wie gesagt, ich hatte das, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr habe ich das mit der Community versucht und habe gesagt, na komm, dann gucken wir das alle mal zusammen. Ich ziehe mir das mal rein. Und dann habe ich nach einer Viertelstunde gesagt, ey Leute, nee, sorry. Nee, bin ich raus, so geht nicht. Also... Man kann es aber auch verstehen, wenn Leute das zelebrieren auf die andere Seite, auf der anderen Seite. Ja. Terry Crews ist ein gutes Stichwort. Denn am 15.03., an dem Tag, an dem mehr oder weniger alles rauskommt, kommt ja auch noch Crackdown 3 raus. Okay, keiner kennt das, okay. Crackdown? Crackdown, ja. Auch noch ein Shooter. Das ist das, wo man mit 3 Personen oder 4 Personen unterwegs ist und was am Anfang so, was am Anfang ein bisschen an Saints Row erinnert hat. Mhm. Oh, das ist cool. Das erscheint endlich. Mhm. Das nicht nur auf der Xbox oder kommt das auch für den PC? Ich glaube auch für den PC. Ah. Das wurde, glaube ich, 2 Jahre lang verschoben. Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Das wurde damals zum Release, glaube ich, ungefähr mit der neuen Xbox. Da hat man schon die ersten Bilder dazu gesehen. So, wow, sieht das gut aus. Und der eine fährt mit einem Dreck, mit einem riesen großen Lastwagen, das Hochhaus, was der andere zum Kippen gebracht hat, nach oben. Das war ziemlich cool. Ja. Oh, cool. Ja, doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Es hat nur eine kurze Zündungsphase gebraucht. Ah, davon hatte ich heute einen GIF gesehen. Ach, das ist Crackdown. Oh, okay. Das erscheint jetzt, was, am 15. hast auch du gesagt? Am 15. Ja, da kommt aber auch Metro. Und Far Cry. Und Far Cry. Und ach Gott, Anthem, und Far Cry auch noch. Early Access. Also ich bin mal ganz ehrlich, so... Das zweite wird ein interessanter Tag. Die sollen erstmal eine richtige Demo rausbringen. Da weiß ich gar nichts drüber. Hat das einen Singleplayer? Kann man das nur zu dritt oder viert spielen? Ich weiß nichts davon. Ich habe schon gedacht, das hätten die eingestampft. Weil für die PlayStation wird es nicht kommen, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist Co-op. Ich kenne aber auch nicht die Vorgänger. Was ziehst du denn jetzt gerade für eine Schnute? Was ich gucke mir 15 Minuten von dem Gameplay an, von dem Spiel. Ah, okay. Und kann jetzt schon sagen... Oh. Das ist wahrscheinlich so ein Titel, der macht mit deinen Freunden bestimmt richtig Spaß. Nee, also das sieht nicht gut aus.
Ich gebe euch mal, also hier gibt es. Aber die haben das doch so lange verschoben. Warum? Wie kann das jetzt nach so langer Zeit nicht gut aussehen? Hier ist Gameplay für euch, Leute. 15 Minuten. Sieht wirklich nicht schön aus. Also, weiß nicht. Vielleicht täusche ich mich auch einfach gerade. I don't know. Aber das sieht mir so nach Unfug aus. Ja, sieht sehr janky aus. Mhm. Ja. Ja, genau. Fiel mir nur gerade ein, wo du Terry Crews gesagt hast, weil der dafür auch viel Werbung gemacht hat. Wenn ich jetzt schon den Kommentar lese, weiß ich schon Bescheid. So we have been waiting 4 to 5 years for this. They are joking, ja. Right? Oh, jetzt bin ich aber gerade echt ein bisschen... Oh, das ist halt... Hey, alles gut sein. Ja. Das ist ein Launch-Titel für die Xbox 2. Schwierig. Ja gut, wir wissen ja alle, dass die Xbox nicht immer so gute Entscheidungen trifft, was ihre Spiele und die Exklusivität angeht. Aber hey, ich meine, Crackdown würde in dieses Raster passen. Wirklich jetzt. Es würde super passen. Und dafür brauchen wir auch unbedingt eine Xbox 2 mit einem Threadripper 10.000 und 50 Kerne, okay? Eine Xbox 2. Hm? Was ist denn eine Xbox 2? Na, das ist doch ein Launch-Titel für die Xbox 2. Die Xbox 2 wurde doch irgendwie scheinbar hängt damit zusammen. Was ist die Xbox 2? Ich kenne nur Xbox 360 und Xbox One. Ja, keine Ahnung. Das soll wohl auf die New Gen dann kommen. Na, die One X. Oder nicht? Was? Oh. Ja. Also, das soll wohl. Was ist denn das hier? Brauche keinen Trailer. Ja, ich bin ein Trailer-Opfer, muss ich zugeben. Ich lasse mich unglaublich und ich weiß, aber ich lasse mich oft unglaublich hypen von Trailern. Aber ich weiß, dass ich dazu damals einen Trailer gesehen habe und ich mir innerlich gedacht habe, oh, fuck, warum bist du kein Xbox-Spieler? Das sieht echt witzig aus. Das wäre so ein Spiel, da könnte man da könnte ich mit meinem Mann richtig Spaß haben, ne? Und dann wurde das so oft verschoben und jetzt sehe ich das da und denke mir so, ja, dann kann ich auch Saints Row spielen. Ich hole dich Saints Row 2 nochmal raus und 2013 war das bestimmt auch der totale Burner. Yep. Nun. Okay. Ja, gut. Sonst haben wir nichts, wa? Nö. Nee, Apex Legends hast du noch drauf gehabt, aber davon hast du ja. Ja, gerade schon gesagt. Ja. Ja gut, und für die Konsole erscheint der dritte Teil von Deponia. Wird aber nächsten Monat gibt es eine Komplettedition, wo alle 4 Teile von Deponia da sind. Und deshalb warte ich da noch, weil ich mir gerne diese Gesamtedition kaufen würde für die Konsole. Und dann werde ich das allererste Mal Deponia spielen. Nice. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, da gibt es Schnabeltiere und es ist ein Müllplanet. Dürfte ich dir noch was vorher empfehlen, was du davor spielen solltest? Vor Deponia? Ja. Okay. Das geht auch in die Richtung, ist ein Click and Point. Point and Click. Das nennt sich Leisure Suit Larry, Wet Dreams Come True. Ja, ich kenne Larry. Nee, Wet Dreams Don't Dry. Hast du schon gespielt? Ich kenne Larry. Ja, aber hast du es schon gespielt? Nein, weil es das nur auf dem PC gab. Tu es vorher. Tu es nicht. Tu es vorher. Tu es. Warum denn jetzt? Weil es mega geil ist. Ich hasse wirklich abgrundtief Point-and-Click-Spiele. Das habe ich wirklich geliebt. Und das soll was heißen. Es war unglaublich gut. Und ich glaube auch, mit deiner etwas, ich nenne es mal, schmuddeligen Ader, ja, ich weiß nicht, woher das kommt, Entschuldigung, aber irgendwie hat mich gerade der Blitz getroffen. Mit deiner schmuddeligen Ader, glaube ich, wird das runtergehen wie Öl. Das würde ich mir, glaube ich, bei dir sogar angucken. Oder warme Butter. Ja, aber es ist halt genau eben nicht das Niveau, was man, wenn man halt Zotenhumor mag, was getroffen wird, weil das ist eher so peinlicher Fremdschämhumor von 14-Klässlern, die sagen, Puste. Penis! Ist mein Humor, Entschuldigung, bitte für mich angesprochen. Nee, also ich glaube, spiel's und sag mir mal, ob es dir gefallen würde, weil ich mag eigentlich auch Zotenhumor, aber das okay, ist mir halt von wem reden wir jetzt gerade? Von Larry? Also ich kenne die früheren Larry-Sachen, ja. Kannst du heute noch über Eis am Stiel lachen? Natürlich, was ist mit dir?
Wenn der in der stecken bleibt? Was? Okay. Und die da das ist mir heute ein bisschen zu... Was? Das... Markus, also, es ist, kommt nicht oft vor, aber ich nehme heute nochmal zum zweiten Mal eine Entschuldigung von dir an, okay? Ich nehme nochmal diese Entschuldigung an, dass du scheinbar Eis im Stiel doch nicht so gut findest. Was? Was ist mit euch? Was ist mit dir? Wie kannst du Eis am Stiel nicht witzig finden? Das ist keine Ahnung, das war Humor, den man vielleicht als 14-Jähriger lustig fand. Wie kannst du Hipster-Witze nicht witzig finden? Willst Hipster sind nicht witzig. Natürlich sind die nicht witzig, aber wenn Hipster durch den Kakao gezogen werden, ist das witzig. Aha. Meine erste Szene, wenn ich an Eis am Stiel denken muss. Das kann ja wohl bitte nicht wahr sein, oder was? Kommt er endlich zum Zug und bleibt da stehen? Hör auf, Markus, find das nicht witzig. Kannst du mal ein bisschen bitte ernst sein? Mach doch jetzt mal bitte intelligente Witze. Mach jetzt intelligente Witze. Okay. Kannst du mir einen Witz erzählen, Markus, über den du lachst? Wir müssen ganz kurz mal unseren... also ich würde gerne meinen Humor auf deinen einstellen jetzt. Und ich will dich nicht verarschen. Erzähl mir mal einen Witz, den du lustig findest. Boah, ich kann jetzt hier keinen Witz aus dem Stegreif erzählen. Keine Ahnung. Ich habe kein Witzbuch hier liegen. Situationshumor ist teilweise Humor, den ich halt... Du bist ein beschissener Streamer. Komm, du brauchst ein Witzbuch. Ich lese da jetzt nicht vor. Ich wollte nur sagen, ich bin ein guter Streamer, ich habe ein Witzbuch. Ja, und was für eins? Ich schalte Mittwoch bei dir nicht mehr ein. Sag ich dir jetzt schon ernsthaft. Leute feiern das, richtig? Ja. Leute feiern das. Die gucken auch Eis am Stiel und die finden auch Bud Spencer lustig. Und die gucken sich auch Leisure Suit Larry an, weil das witzig ist. Ey, ich finde Bud Spencer auch lustig. Aber ist schon immer lustig gewesen. Und wenn man sich das heute anschaut, denke ich mir, mein Gott, warum habe ich das früher? Was ist denn das? Diese Synchronsache, das ist schon so. Ich hab Alexa. Alexa, erzähl einen Witz. Mal gucken, wie viele über Boxen schauen. Gern geschehen. Mann, hat die schlechte Sachen drauf. Alter Verwalter. Und ich habe immer noch diese 15 Minuten Gameplay laufen. Wow. Weg damit. Das ist übrigens auch ein schöner Witz. 15 Minuten. Ja. Finde ich persönlich super witzig. Oh. Könnte, also jetzt mal eine Aufgabe für die ganzen Zuschauer von Markus, ja? Könnt ihr mir bitte einen Clip schicken, wo Markus richtig herzlich lacht? Ich würde mir das gerne angucken. Aha, ja, darüber lachst du jetzt, ja? Ja. Geil, ich lache über mich selber, wenn ich nicht lache, das Situationskomik jetzt. Ja, korrekt. Geil. Ja gut, nochmal, ich nehm deine Entschuldigung an, Markus, es ist alles okay. Wir gehen heute richtig schön beide verliebt Hand in Hand hier aus dem Schnack und sagen uns, Mann, der war gut. Ich hau nicht auf den Tisch, ich bin nicht munter. Pass auf, Situationskomik. Ich sitze in einem anderen Stream mit Fabi zusammen und wir foppen uns ein bisschen. Und ich habe sie so zu Weißglut gebracht, dass sie kurz angehalten war, zu sagen, du Sch... Und du hast genau gesehen, dass sie Schlampe sagen wollte. Dann hat sie aber im Kopf, hat sie sich nicht getraut und gesagt, du, Stück. Und ich sitze da und fange so an zu lachen, sei wolltest du gerade Schlampe sagen? Ah, das war sehr, sehr witzig. Ich fand das großartig. Innerlich, mir zerbricht schon wieder das Herz. Ich höre Markus nicht lachen. Das war witzig, wir waren live. Das ist sehr witzig. Markus, du brichst mir heute mein Elefantenherz, Mange. Du musst doch mal lachen. Ja, dann mach doch mal was Lustiges. Mange, wenn du deine gute Freundin als Schlampe titulieren willst und das Wort Schlampe nicht rauskriegst, weil du so viel Respekt davor hast und dann du Stück sagst, dann ist das witzig. Was ist denn mit dir? Das war echt witzig. Man hat direkt gesehen, und wir sind ja wirklich gut befreundet, aber man hat gesehen, dass sie der Respekt setzt. Also. Ich würde das übrigens auch nicht sagen.
Ich schon. Ich hab wirklich Angst, dass Stefan mir das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, gleich erstmal richtig schön mit dem Ellbogen nochmal so ein Ding, Alter, und dann aber richtig an Randatten, sag ich dir. Und jetzt halt deine Schnauze. Schlampe, sagt er, du. Das, der Einzige, der Schlampe sagt. Nee, das darf ich jetzt auch nicht. Okay, ich zieh das jetzt durch. Der Einzige, der Schlampe sagt, bin ich. Und das ist in der Kiste. So, jetzt habe ich durchgezogen. Nein, das fand ich sehr witzig, weil man einfach gesehen hat, wie es in ihrem Kopf rattert und dann so. Ich fand's witzig. Ich kann aber auch über sowas lachen, also für mich ist das. Ne? Können wir jetzt bitte ernst bin sein? Stumpf! Stumpf ist Trumpf! Ist so. Ja, ich habe einen sehr stumpfen Humor. Das gebe ich zu. Das wissen aber auch alle bei mir. Rich News? Oh, gibt's da was Neues? Aber ja, Sally ist da. Oh mein jetzt Gott. Jetzt halt dich fest, schnall dich an, denn jetzt kommen die Twitch News. Vielen Dank. Ist aber nicht viel heute. Unter anderem sind vor ein paar Tagen die Mod-Tools live gegangen. Man kann jetzt User-Kommentare unter jeden User dran setzen, dass alle Mods die lesen können und der Kanalinhaber. Das finde ich sehr witzig. Ich habe sie selbst noch nicht ausprobiert, weil sie noch nicht in Chatty drin sind. Und den normalen Twitch-Chat nutze ich nicht. Aber sobald sie in Chatty auch mit drin sind, wird das bestimmt witzig. Dann kann man sich den Chatverlauf angucken, aller User, aller Zeiten, glaube ich, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie weit das geht, aber es. Geil, ey. Endlich Stasi, Alter. Richtig Stasi-Twitch. Endlich richtig schön rein Stasi. Genau. Dann sieht man eine Statistik, wie viele Timeouts, Bans und so weiter derjenige schon bekommen hat im Kanal. Ja, warum steht denn das da? Geil. Ich woanders hin. Das so viel zu den Mod-Tools. Einfach nur auf den, wenn man Mod ist natürlich, auf den Nutzernamen klicken und dann sieht man das alles. Ich hab was denn? Ich habe einen guten Witz, worüber ich schon lachen muss. Ich benenne meinen Kanal jetzt um in Erich-H. Gut, weiter. Honecker, Sie sind raus. Ja. Über solche Witze soll ich lachen, Chat. Tja, den verstehen nur gewisse Leute. Dann kommen morgen, laut Twitch morgen, die kumulativen Subs raus. Das heißt, man hat nicht nur Badges mehr für Substreaks, sondern jetzt auch für Subs insgesamt gesubte Monate. Also auch wenn man mal 2 Monate ausgesetzt hat oder so, kann man dann wieder reinsubben und dann geht's auch weiter mit dem Zähler. Trotzdem bleiben die Substreaks immer noch mit drin. Das heißt, wenn man jetzt Stück für Stück einen Monat nach dem nächsten reingesubbt hat, hat man dann immer noch den Streak, den man noch zusätzlich anzeigen lassen kann. Wie genau das jetzt mit Badges laufen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es dafür extra Badges geben wird für die Streaks und für die einzelnen Monate. Oder man nur die Streaks sich anzeigen lassen kann, aber die kumulativen Subs dann eben die Subs-Badges, so stelle ich mir das vor, bestimmen. Das werden wir dann morgen sehen. Mhm. Wird so sein morgen, dass jeder, der gesubbt hat, nochmal einen neuen Alert reindrücken kann ab morgen. Und Ron sagt, keine extra Badges. Keine extra Badges, okay. Geil. Ja, das ist ja gut. Muss ich ja morgen doch nochmal streamen, ey. Also für die, die das nicht verstanden haben, das heißt, wenn ihr 6 Monate schon irgendwo sub wart und dann 2 Monate lang zum Beispiel nicht, und kommt zurück zu dem Kanal und fangt von vorne an, habt ihr aber das Badge für 7. Für 7, weil es einfach aufgestockt wird. Und tatsächlich aus der zusammenhängenden Streak, die vorher 30 Tage war, ist jetzt 7 Tage geworden, ist das richtig? 7. Ja. Ja, genau. Du musst innerhalb von 7 Tagen resubben, damit die Streak nicht unterbrochen wird. Nicht mehr 30. Also für einen Resub sind nur noch 7 Tage. Hä? Naja, normalerweise konntest du innerhalb von 30 Tagen hattest du Zeit zu resubben, um dein Fortlaufendes nicht zu verlieren. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt sind es 7 Tage.
Also um dann vielleicht es so zu formulieren, du bist 36 Monate Abonnent, aber nur 5 Monate in a row. Genau. Genau. Und für dieses in a row hast du jetzt halt 7 Tage Zeit, nicht wie vorher 30, weil vorher gab es ja nur in a row. Ja. Und genau. Wie gesagt, morgen, jeder, der gesubbt ist, kann morgen einen neuen Extra-Alert rausdrücken. Das heißt, bei Streamern, die vielleicht 10, 20, 30.000 Subs haben, wird morgen sehr chaotisch werden, weil jeder von diesen 30.000 Leuten morgen nochmal einen Alert teilen kann. Oh, wer sitzt denn da schon wieder und hat so eine Scheiße fabriziert? Entschuldigung, ich bin doch bei dem Alten. Was soll das denn? 7 Tage? Warum? Aber denn, was machst du denn, wenn du den nicht in 7 Tagen teilst? Ja, dann hast du halt keinen Streak, aber immer noch die nächste Badge für den nächsten Monat. Was ist das schon wieder für ein künstlicher Bullshit, Menschen reinzudrängen, dass sie Geld ausgeben sollen? Dass sie sich nicht mal 30 Tage darüber im Klaren sein können, ob sie doch mal resubben können überhaupt. Nee, ich hast oder doch nicht. Jetzt kumulative Subs. Ist doch aber Wumpe. Diese Streak-Scheiße willst du doch haben. Du willst doch dieses in a row. Das ist doch das, was heute, weswegen Leute heute resubben, weil sie ihre Monate nicht verlieren wollen, weil das steht schön in the row. Hm. Oh, das ist schon wieder so Psycho-Scheiße, die total behämmert ist. Wer denkt sich denn das wieder aus, ey? Da sitzen Menschen, die sich unterhalten. Ey, geil, Alter, lass mal 7 Tage machen, Junge. Vorher hatten wir 2x31, aber wir kürzen die Scheiße einfach runter, damit wir künstlich ein bisschen Druck erhöhen und damit die Leute mal wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ne? Dann haben sie 7 Tage Zeit und dann werden sie einfach mal so ein bisschen da reingedrängt und gezwungen, ey. Also ich finde jetzt mit den Gesamtsubs, die angezeigt werden, ist mir der Streak doch vollkommen egal. Nee. Nee, sorry, finde ich nicht cool. Naja, wer streaken will, der muss halt ein Abo abschließen. Ja, macht aber nicht jeder. Nein, ein fortlaufendes Abo. So. Ja, ich finde 7 Tage auch ganz schön knapp. Nur besonders, weil es halt jetzt so lange Zeit, 30 Tage war und das in den Köpfen drin ist. Keine Ahnung. Mir sind die Streaks egal. Ja, ich sehe es wie Slabby. Wenn es einer Wert drauf legt, dann soll er halt wieder PayPal nutzen und das erneuert sich automatisch und ist kein Stress. Wenn es ihm halt egal ist, dann ist es egal, ob er nach 7, 14, 21 oder 365 Tagen wieder kommt. Also jeder kann machen, wie er will. Ich meine, Ahnung. Stattdessen, was sie damit wahrscheinlich eher unterbinden, was ich halt mehrfach mal gehört habe, ist das Double-Streaken, was, ich weiß nicht, ob es technisch möglich war, aber was die Leute versucht haben, mit 30 Tagen Streamer A zu abonnieren, zu wechseln 30 Tage mit Prime auf Streamer B, bei beiden quasi den zu haben, um im letzten Tag wieder umsummen zu können und den zweiten Monat bei A zu bekommen und dann den zweiten Monat bei B mit quasi den 30 Tagen maximal zu arbeiten. Wow, das ist ja Arbeit. Ah, du, ja, knackst. Du knackst gerade. Und das wird damit halt rigoros dann jetzt halt eben nicht mehr möglich sein, damit Prime. Das ist aber wirklich Arbeit. Also, naja, gut. Dann, ja, aber das haben Leute gemacht und gefragt. Also von daher, ich hab's ja nicht erfunden. Ja, ja. Vor allen Dingen ist das System doch völlig bescheuert mit dem Geld. Sprich mal, Sali, teste. Test, test, test. Geht wieder. Okay, super. Das ist doch... Ehrlich jetzt, wer sitzt denn da, Mann? Das sind alles solche Soja-Cappuccino-Trinker, Alter, die auf ein Gender-Neutral-Klo gehen, die solche Ideen haben. Das kann mir doch kein Mensch... Wie wollen die das denn mit dem Geld machen? Du bezahlst doch für 30 Tage. Wie kommt man da auf 7? Also dein ja, Sub... Nach den 30 Tagen hast du 7 Tage Zeit zu resubben, damit dein Streak nicht ausläuft. Ja, aber... Geht doch nicht ums Geld. Na klar, also, geht's ja, ums Geld. Mit der Begründung schon ums Geld. Es geht doch halt nur, wie lange die Streak halt hält. Ja, gut. Muss man einfach mal ändern nach 6, 7, 8 Jahren, weil man Geld braucht und das einfach cool ist. Alright. Verstehe ich nicht. Finde ich nicht cool.
Dann habe ich Screenshots gesehen, dass Leute anonym cheeren können. Weiß nicht, ob das nur ein Fehler war oder ich selber konnte nicht anonym cheeren, wenn ich es ausprobiert habe. Keine Ahnung. Das ist noch nicht gesehen. Ein Gerücht. Aber Screens habe ich gesehen davon, wo jemand Anonymes quasi dann. Test. Bitte? Test, laut Ron. War ein Test. Okay. Mal gucken. Könnte vielleicht demnächst kommen mit dem anonymen Bitchieren. Ansonsten, morgen soll wohl Final Fantasy 14 plus ein Monat Spielzeit in den Twitch Launcher kommen. Also mit Twitch Prime kann man sich das abholen und dann einen Monat lang gratis das Vanilla-Game von Final Fantasy 14 testen. Was ich ganz cool finde, weil ich wollte es mir sowieso mal angucken. Und ich glaube, dann gucke ich mir das morgen auch mal an. In einer freien Minute. Ja, ansonsten waren das die Twitch-News. Sehr schön. Versteht das jemand? Was? Was da steht? Mit dem Prime? Was? Wo steht was mit dem Prime? Twitch Prime ermöglicht es dir zusammen, nicht die Pflicht, daher kein finanzieller Nachteil. Hab keine Ahnung, worauf sich das bezieht. Achso, nee, keine Ahnung. Ist ja egal, weiter. Ja. Wären wir am Ende, oder? So, Markus. Kannst du mir einen Witz erzählen? Nein, weil okay. Ich kein Witzeerzähler bin. Schade. Oi, jetzt kommt's. Nein. Achso, ich hab gedacht, du erzählst einen. Nein. Ach, wow. Ohne Scheiß, ich möchte wirklich einen hören. Damit ich weiß, was Markus dein Humor ist, dann kann ich mich nächstes Mal darauf vorbereiten. Ich meine das jetzt wirklich gerade ernst. Ich will dich auch nicht verarschen. Ja, also Witze finde ich grundsätzlich unlustig, deswegen kenne ich auch keine. Aber dir gefallen nicht diese ganz komischen, so wie, warte, treffen sich zwei Jäger beide tot? Das sind Anti-Witze, nein. Okay. Deine Mutterwitze? Auch nicht? Du kennst meine Mutter noch nicht, wa? Nein, aber... Alexa auch nicht. Aber der war gut. Der war gar nicht mal so schlecht. Ich hab geschmunzelt. War ein guter, jetzt kenne ich deinen Humor. Bisschen. Ich muss das wirklich rausfinden. Chat, ich brauche... Markus und Chat, ich brauche Clips. Wann er lacht. Ich brauche die. Ich muss das analysieren. Ich bereite eine Witzfiesta vor. Gott, Hilfe. Wir kriegen im nächsten Plankensteig Markus unter den Tisch. So. Und wenn ich deine Freundin fragen muss, ob die dir eine Flasche Tequila ballert oder so. Wow. Aber wir kriegen das hin. Okay. Das war ein schöner Plankensteig heute. Er war feurig, ja. Er war schön. Ich muss aber trotzdem zum Ende noch sagen, Markus, es tut mir leid, dass du heute so oft in auf meinem Radar warst. Ich hab dich lieb, es hat mir aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ja. Also muss ich dazu sagen, es war toll. Nun. Und eigentlich habe ich meinen Humor eigentlich preisgegeben. Echt? Ja, wenn du zugehört hättest. Wenn ich in Far Cry 5... doch mal gesagt. Ja, da hat es schon aufgehört. Wenn man in einer Quest abstellen kann mit Marvin Gaye Sexual Healing, ist das witzig. Und das ist Humor, Entschuldigung, den ich halt mag. Und wenn ich den halt in Metro bekommen würde, dann würde ich vielleicht auch Metro spielen. Ich meine, ich spiele Metro, aber Far Cry ziehe ich auf jeden Fall halt vor, weil sich Ubisoft tatsächlich nicht ernst nimmt im Moment. Und das gefällt mir halt sehr gut. Weil ich mag halt keine bierernsten Spiele, weil dafür spiele ich halt Spiele nicht. Ich kann verstehen, dass Leute halt eben sagen, Chat hatte vorhin schon gesagt, dass Metro mehr vielleicht so in die Richtung von Stalker geht. Das ist halt kein Spiel, was eine gute Laune machen will. Das würde ich tatsächlich auch so sagen. Also es ist halt eben, sage ich mal, düsterer, dystopischer.
und nicht einfach nur bunt und hey, gute Laune, let's go. Und spielt Dark Souls als Main Game? Lull. Ja. Da hau ich irgendwelche Mopeds um. Ist aber auch ganz schön düster. Macht auch nicht so gute Laune. Ja, ich weiß, alles gut. It's all good in the hood. Aber nur um das kurz, sobald du Far Cry sagst, bin ich schon weg. Dann bin ich im Land der Träume. Weil dann ziehe ich mich zurück in meinen Rückzugsort und dann mache ich Homschala, Bomschala, 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 Bam und dann ist alles gut. Ja. Ich auch bei JRPG, sobald das war, Homschala, Bomschala. Ja, ja. Und dann ist bei mir alles in Ordnung. Heute hast du dich gar nicht so schlecht geschlagen. Hast du sogar Stream angemacht, um ein bisschen zu gucken. Sag ich ja. Ich bin extra in meine Parallelwelt gegangen und bin in mich gegangen, habe meinen Herzschlag angeguckt, habe gesagt, oh nee. Blutdruck ist ein bisschen hoch, lassen wir mal lieber heute. Aus gesundheitlichen Gründen hältst du jetzt mal deine Fresse. Weil wir wollten ja auch noch über den Launcher sprechen und da musste ja noch irgendwas übrig bleiben. So. Dankeschön, Chat, fürs Zugucken. Zuschauer, meine ich. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht heute. Verzeiht mir, dass es laut war heute. Aber ihr wisst ja, wie das ist, nicht? Wenn man Spiele liebt, muss man sich auch ausdrücken irgendwie. Ich werde mich gleich hinsetzen und das als Podcast fertig machen, falls das noch jemand hören möchte. Aber die Leute, die bis hierher gekommen sind, die werden sich ja sicher nicht nochmal reinziehen. Aber verbreite die frohe Kunde. Und Slappy, danke schön fürs Dasein. Sali, vielen lieben Dank. Sleth, ich nehme deine Entschuldigung an. Es war wirklich ein schöner Plankenstein für dich heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Ich bin gespannt, ob er mich dann zum Lachen bringt, nächstes Mal. Bitte, schick mir Clips. Ich mach's. Ich gehe all in. Sali? Von mir auch. Danke fürs Zuschauen. Danke an euch, dass ihr hier wart und bis in 2 Wochen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Plankenschnacks. Stimmt. Da wurde noch gar nichts zu gesagt. Na, dann wird's wohl Zeit. Der nächste Plankenschnack findet nämlich schon am Samstag statt. Mhm. Und zwar weiter? Am 16. Lass dir den mal gucken, wie viel das ist. Ist nicht so geil. Ist der 16. Ich habe hier den Kalender liegen. Bist du stille. Direkt von der Dreamhack aus. Mega. Plankenschnack vor Ort. What? Vor Ort. Und für die jetzt sagen, was? An meinem super tollen, heißen Samstag, an dem ich ansonsten gar keine Zeit habe, kein Problem, haben wir dran gedacht. Mhm. Gibt's Wiederholung am Sonntag zur gewohnten Zeit. Ja. Darüber wird euch jetzt Markus was erzählen. Was? Was? Genau das. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich. Hm. Ja, machen wir im Zweifel regelmäßig das. Hashtag läuft. Kriegen wir hin. Markus ist der Backup. Der absolute Backup-Plan, dass das Sonntag hochkommt und live ist für euch. Also drückt die Daumen, dass alles geht. Bevor jetzt wirklich Schluss sagt und Tschüss sagt als letzter heute. Ich drücke die Daumen, ihr seht es noch nicht. Nee, ja. Dein Humor ist großartig. Am 16.02. sind wir online. Die ganz genaue Zeit wissen wir auch noch nicht, weil wir dort in einem Studio verweilen werden. Wir versuchen zu viert da zu sein von der Dreamhack. Und am Sonntag um 20 Uhr zur gewohnten Zeit läuft auf diesem Channel die Wiederholung davon. Also das heißt, der Plankenschnack findet standardmäßig statt. Aber ihr solltet trotzdem am Samstag um 16 Uhr zugucken, gell? Und Markus, schließt den Schnack für heute mal. Spielt Spiele, die ihr spielen wollt. Spielt die Spiele, die ihr spielen wollt, wo ihr sie spielen wollt. Habt einfach Spaß dabei. Und nicht so viel negativ diskutieren. Das wäre vielleicht schön, weil man einfach Spiele spielen will. Und Spaß dabei haben will, wenn man Bullenhoden abschneidet. Bei Marvin Gaye. Mit Sexual Healing. Das sind tolle Spiele. In diesem Sinne, wir sehen uns. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Content Creator der Woche haben wir vergessen. Haben wir vergessen heute. Entschuldigung, ist mein Fehler. Pardon. Tschüss. Tschüss.
Fandest du eigentlich die Szene in Wolfenstein witzig, wo sie auf ihn raufgesprungen ist mit den nackten Bubis und geschossen hat? Ich fand Wolfenstein nicht witzig. Gar nichts? Nein. Furchtbares Spiel.